Herzlich willkommen. Boys und Girls. Hallo, hallo. Na, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Ich gucke mal kurz, ob wir auch wunderbar Ton haben. Ob wir auch. Yes, haben wir. Meine Nase juckt. Herzlich willkommen zu einem anderen Livestream. Ich spiele Factorio weiter. Wir haben es Freitag, den 12.07.2024. Es ist 18.54 Uhr. Und natürlich war ich auf Störung schon heute. Ja, natürlich. I'm back. Yes, I'm back from the Störung. No. Und deswegen ein bisschen später. Aber es wird sich abhalten. Ich habe ein bisschen mit ihm geguckt nach ein paar Mods, die uns das Leben mit den Beißern ein bisschen einfacher machen, weil die auch schon ziemlich hart abfucken, die Bitches, ja. Dass wir sozusagen nicht so dolle von denen auseinandergenommen werden. Dass das ein bisschen leichter macht, weil es nimmt halt schon. Macht schon viel Struggle, vor allem alleine jetzt halt mit den Beißern, weil sie halt einfach echt strong sind. Deswegen haben wir ein paar von Bobs Mods reingemacht. Das Bier schon forschen, da gibt es neue Turrets, es gibt neue Rüstungen, es gibt generell andere Turrets, es gibt andere Waffen. Was natürlich ziemlich nice, du musst zwar alles auch erforschen, macht natürlich Sinn. Aber es gibt halt Stuff, der das ein bisschen einfacher macht, ein angenehmeres Game. Und dann ist noch ein Even Distribute drin und so ein paar Quality of Life Sachen. Was war noch drin? Ich weiß gar nicht, was war das noch? Achso, ein Factory Planer. Ich weiß gar nicht, wie wir den aufrufen. Mal gute Frage, dass man diese ganze Berechnungssache auch mal in-game machen kann. Ja. Muss ich auch noch rauskriegen? Bedienung? Okay. Ja, okay. LAN. Vehicle-Snap. Upgrade. Ja, okay. Gut. Keine Ahnung. Läuft schon mal gut. Factory Plan. Gibt es dazu eine Erklärung? Da gibt es schon eine Bilder. Ist ja toll. Aber wie öffnet man den Factory Planer? Okay. Yeah, komm aus dem Tee. Er sagt, wie toll sein Mod ist, aber okay, finde ich nicht. Keine Ahnung. Muss uns drauf kümmern nochmal. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, geh erstmal wieder zu unserer Base. Ja, nicht zu unserem blauen Trankproduktion. Und gucken mal da, wie es da läuft. Und packen wir das rein, weil damit wir die ganzen anderen Sachen forschen können, ist alles Tier 1. Das geht schnell zu forschen, braucht teilweise ein roten Stuff. So, das ist viel zu wenig an sich. Oh shit, die Motoren hängen hinterher, ne? Ne, Red. Ach so. Ah. Da gab es noch mal kurz ein Problem. Ach shit. Okay, ja, wir können es einfach lassen. Wir sollten es einfach lassen. So, und zwar brauchen wir Red Circuits. Genau, das war das Problem, ja. So. Die machen das alles hier, das Leben so schwer, oder? Meine Fresse, ey. Wirklich. Warum machen wir uns das alles immer so schwer, hä? Also, wir führen hier einen Belt lang, was sozusagen den Stuff rausbringt und eins, was sozusagen die Tränke wegbringt, ne? Natürlich der jemand nicht genug. Oh mein Gott, die brauchen Eisenplatten und Zahnräder. Okay, sehr gut. Ich hab Rohre aufgehoben. Läuft. Jo, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr Dings craften, oder? Hier da. Da kann er in Ruhe erstmal craften hier nebenbei. Dann brauchen wir natürlich noch einen roten Greifarm, der uns hier raufpackt auf das Fließband. Ne? Und ein gelber, der dafür reinpackt. So, dann kommt wieder hier so ein Umspielwerk hin, würde ich sagen. Das
Versorgt wieder alles richtig nice mit Strom. Der ganze andere Dreck kann hier weg. Weg mit dir. Sehr schön. Ihr macht überall bitte blaue Tränke. Dankeschön. So. Yes. Und dann müssen wir uns wieder darum kümmern, dass der ganze Stuff hier richtig verteilt wird. Und zwar... wo machen wir das am besten? Man könnte natürlich sagen, man connectet es wieder von hier so rum. So. So. Und dann kann der hier drauf packen, ne? Ups. So. Ah, shit. No. Funktioniert natürlich nicht. Ich wäre zu doof. Funktioniert natürlich nicht, ja. Natürlich nicht. Packt immer auf das Innere. Weil ich glaube, das fängt einfach so schon an sich. Funktioniert an sich schon so. Geil. Sind die verstehe, oder? Keine Ahnung. Soll mir auch egal sein. Soll mir sowas von egal sein. So. Genau. So, was fehlt noch? Achso, ja klar, Schwefel vielleicht noch. Ja, natürlich, 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 natürlich. Meine Lieben, das ist natürlich nicht das, woran es jetzt scheitern soll, ne? Genau, gucke mal. Ach, ist das toll. Mal Komponenten. Ja, Bruder, grab dir doch einfach Schwefel, wenn du Schwefel haben willst oder nicht. So. So rum. Dann sollte vielleicht auch mal einfach den anderen Stuff so forschen, oder? Und zwar Speed 2? Oder? Maybe? Dass wir die Stufe 2 Verbesserung davon haben. Dass wir halt einfach noch effizienter sind. Wäre nice, oder? Okay. Wir können uns die roten Arme sparen. Er packt es so einfach drauf. Okay. Ich verstehe. Dann müssen wir hier geile Belts mit der Logik machen. Nämlich so. Und das hier rausführen lassen. Und da können wir hier nämlich einen Greifer hinstellen. Der uns das hier in eine tolle Kiste packt. Nämlich so. Ey, mit deiner Refektorie verstanden. Ja, ganz gut. So. Das ist das relativ kostspieliges. Ding ist es genau. Die 40 Abbrecher, wir brauchen halt sehr viele. Ey, komm, verdammte Scheiße, was kostet das halt nix, ne? Dann machen wir erstmal hier noch welche rein. Bei diesen Produktivitätsmodulen. So. Eine Kraftnutzzeit, da haben wir, das wird halt irgendwo ansatzweise hier das mal endlich fertig kriegen hier, ne? Oder mehr, besser fertig kriegen. Dass wir halt auch die Zweier dann reinmachen können. Und an sich, klar, hatte ich es da gerade eigentlich auch zu sagen, hey, wir machen das Forschungslabor weiter. Connecten das, bringen das hier richtig ran, schön. Dass es den ganzen Stuff mal automatisiert und in höherer Quantity. So, und der macht hier schön Plastik, der hat hier noch genug Eisenplatten drin, alles tolli, 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 tolli. Das freut mich. Yes, 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 yes. Okay. Gut, ach klar. Also in der Zeit, wo er jetzt hier schön seine Science-Tränke zusammenimmelt. Also die können wir noch schnell ins Labor bringen. Kann nicht schaden. Wenn wir Tabplatz, würde ich wagen, wir setzen uns daran und expandieren ein bisschen mit unserem Strom, mit dem Solar, ne? Die Zeit ein bisschen sinnvoll nutzen und da einfach halt ein bisschen was machen draus. Hätte ich gesagt. So, Hälfte hier, Rest da rein. Das ist eh schnell weggeforscht. Jo, da haben wir doch noch drin. Genau, hier brauchen wir noch ein paar Granaten, weil ich denke mal, da sind relativ viele Bäume waren am Weg, wenn ich mich richtig erinnere. Heißt, wir uns mal ein bisschen... Okay.
was an Granaten noch und gucken wir mal auf der Map, weil mein Plan ist, hier oben zu expandieren. Ihr seht ja, hier ist relativ viel Baum im Weg. Und das werden wir alles schön in die Luft ballern. Ja. Aber erstmal fliegen wir und holen ein bisschen Solarpanel-Stuff. Weil da müsste ja relativ viel Shit da sein, oder? Jo. Super viel Shit, halt. Krank. Auch keine Ahnung, wie ich das wegmache. Die großen Strommasten soll ich noch ein paar herstellen. Stahlträger und Kupfer, okay. Kriegen wir hin. Ach, das ist doch alles hier vom Belt schon drauf. Ach, guck mal, das ist von hier klauen, ne? Basically. Ah, grüne Chips will ich nicht. Shit. Damit hast du voll. Was mache ich denn jetzt? Warum ist so viel Schwefel im Inventar? Was soll ich denn damit? Das können wir oben in die Maschine mal packen, ne? Gehen die hier. So. Schwefel weg und jetzt können wir da wieder runter gehen. Genau, die Schwefel brauchen wir halt eher nicht. Wait, waren auf Pause? Die waren auf Pause? Wieso waren die auf Pause? Haben die keine Materialien oder was? Ausgang voll? Ja, aber... Wir brauchen doch zwei. In die Richtung ein. Einer blaue Science-Strecke rausholt, der andere... Ah, okay, okay, okay. Macht irgendwo Sinn. Also der von der Richtung, der kann zwar... Macht so, sich da alles, der braucht, aber halt, er macht nur in einer Richtung was, okay. Jetzt brauche ich ein bisschen Kupfer noch, aber nicht viel Kupfer, das sollte eigentlich... Ja, hier ist das viel, genau. Heute ein bisschen mehr Kupfer. Wir Stahlträger ist. Und die relativ pricey kostet 10 Stück, ne? Wie geht's? Aber so, dankeschön. Oh. Genau, so. Dann fliegen wir mal rüber. Oh. Dann gucken wir uns an, was hier noch tolles auf. Da können wir ein bisschen. Ich mal in die Strommasten gucken, ne? Ach, guck mal. Oha. Oha, die Akkus sind aber auch bald alle, ne? Hälfte haben sie jetzt. Aber ach, gut, es kommt nicht für die Sonne. Okay. 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 Ja, naja. Naja, gut, da können wir nicht voll aussetzen. Wir sollten auf jeden Fall noch einiges bauen. Interessant. So. Da würde ich sagen, oben einfach anfangen, alles wegzusprengen, ne? Ich habe noch Granaten geholt. Und vor allem der Wald hier weg mit dir. So, die Rüstung wird einfach schon mal besser bei Inspektionen schon, habe ich das Gefühl, wir kriegen nicht mehr so viel Damage, wenn wir uns selber treffen mit Granaten, ne? Sorry Natur, aber wir müssen alles hier mal fällen und roden. Ich glaube, wir müssen auch hier ein bisschen Geschütze hinstellen, das protecten. Ich habe gesehen nämlich, also ich habe da ein bisschen nach Defense und so Mods geguckt. Es gibt auch Energieschilde, die auch relativ beliebt in den Downloads, aber das Problem ist halt bei denen, die sind extrem teuer. Also... 160 Stahlträger, 160 Blutchips, 160 Batterien für ein Energieschild, was dann 1 MW Leistung zieht.
Und jetzt nicht super viel deckt, also es ist relativ teuer. Und deswegen, habe ich erstmal mich dafür entschieden, das reinzumachen, weil ein MW, Digga, das ist halt schon, es ist halt sehr viel. Da ist ein Energieschild und so, aber trotzdem, das ist, wenn ich jetzt hier viele Sachen einmauern will, ist es nicht sinnvoll, das zu machen damit. Und klar, jetzt sorge ich dafür, dass halt die Umwelt halt nicht so gut mehr das speichern kann, unsere Verschmutzung hier, aber es ist ja für einen guten Zweck, ja. Es ist okay, wird schon okay. Ja, doch. Und pflastern wir das mal zu hier. Alles denn mit unseren tollen Solarfeldern denn. Ist hier Stämme, die stehen? Nö, ne? Nö. Also doch, Steine, würde ich gerade sagen. Stämme sind es ja. So viel einfacher, wenn wir das mit Hand fällen müssten, ey. Oha, das hat Klippe. Ah, das ist nicht so gut. Das stört natürlich ein bisschen unsere Solar-Idee, aber wird schon. Ja, diese kleinen Einzelbäume, die sind halt die uns dann halt jetzt hier richtig nerven. So, ich habe geguckt. Squeak through true. Ist eigentlich schon die Weiterentwicklung, also sozusagen bei der erste, der Liefert-Mod wurde nicht weiterentwickelt, deswegen hat sich halt jemand gesagt, okay, komm, Rudi, wir machen mal hier ein bisschen weiter. Und deswegen heißt der 2, nicht weiß, also es ist halt, klar ist nicht der gleiche Entwickler, es ist halt ein anderer, weil der alte das nicht weiterentwickelt hat. Macht so mehr Sinn. Aber er soll customizable sein. Ist er auch, aber ich kann es nicht umstellen. Ich verstehe es nicht ganz, wie ich es umstellen soll. Ich kann während ich kann es nicht umstellen, während das Spiel läuft. Und das macht keinen Sinn. Wie muss ich disconnecten? Dann umstellen. Ist er ja nicht auf dem Server drauf, oder? Also, in der Server-Config, die kann ich nicht öffnen, die Mod-Config. Also, keine Ahnung. So. Relativ großes Feld ist schon abgeholzt. Ich würde wirklich sagen, wir gehen systematisch so rein. Und wenn es gebaut ist, dann dürften auch keine Beißer mehr spawnen, oder? Maybe? Also diese Nester entstehen? Ich weiß es gar nicht. Damit hat viel mit dem Ganzen geschadet, aber dadurch, dass Wasser ist. Ist denen das relativ egal, die können halt einfach nichts machen, die haben halt keine Chance, uns hier irgendwie zu boomsen halt. Soll ich jetzt hier nicht verklicken, sonst spreche ich gleich alles in Luft. Wir sind doof. Yep. Okay. Wir müssen erstmal anfangen. Denken die denn? Oben attacken die ganze Zeit. Oha, das ist schon ein bisschen größer als das. Ja. Da brauche ich wahrscheinlich wirklich mal Tim seine Hilfe. Und dann Panzer und dann böllern wir die da kurz und klein. So. Oh, den brauchen wir schon. Okay. Gut. Ich will halt schöne Linien hier durchziehen in unseren Solarfeldern. Deswegen versuche ich hier das, also schön erstmal so systematisch hier anzufangen. Und nicht irgendwie so komische Lücken zu lassen, sowas schön. Deswegen habe ich auch dieses Snap on Grid angemacht. Dafür, dass man schön wirklich die easy immer schön ineinander placen kann, dass das alles schon gleichmäßig aussieht irgendwo. Weil irgendwie, ich will dieses Muster schon komplett immer bauen, nicht irgendwie so halben Stuff machen. Die hört uns ja gar nicht, Alter. Alter. Ejo. Überhaupt nicht. Und gut, die haben 2000 Trefferpunkte, ne? Was ich erwartet hatte im Endeffekt, ne?
Nicht auf den leisen Stellen, habe ich gelernt schon. So, Blueprint. War super. Dann halt hier. Kann man auch hier gut über die Map machen. Okay. Guck mal, ist doch toll. Und die alles schön mit Solar zugepflastert. Dann müsste man noch ein paar Bäume kurz fällen hier unten, die hier. Dann kann man da auch noch ein Feld machen und da hat man hier schön dick Solar. Dann erstmal, können wir die Dampfmaschine werde ich wahrscheinlich komplett ausmachen. Und nur so als Notfall. Man kann sie ja stehen lassen, die Sterne erstmal nicht, ne? So, da mal schön. Ja, da würden wir halt jetzt voll in die Dings reinbauen, ne? Verkommen. Maybe das wird hier unten noch bebaut. Hier schön noch mit so Fällen. Hallo Kreide, na, wie geht's dir? Das ist wahrscheinlich noch ein Weg, ne? Für die unten. Schön alles in die Luft böllern. Hast du einen tollen Tag gehabt? I hope. Bin ich wirklich verarbeitet. Hier hat es auch toll noch geregnet. War alles super toll wieder, ey. Also was Arbeit, Bereitschaft. Ja. Oh, wahrscheinlich die Meerraffe, die hat echt schon relativ große Range, die Granate. Ich sollte sie ein bisschen effizienter nutzen, ne? Oh, guck mal. Hier besser. Die Kohle kann jetzt relativ gestohlen bleiben. Die Rohre gibt es noch zum Schmelzen. Nur noch. Also, es gibt noch diese Lichtbogenöfen, ne? Ah, hier kommt eine Klippe. Shit. Okay, dann gucken wir mal, ob wir irgendwann Klippensprengstoff machen. Um das ein bisschen in den Griff zu bekommen. Bei der Main, das würden sie ja auch irgendwann dann stören, dass wir der halt in dem Bereich ist, wo wir ja, ne? Mir geht's gut. Geht's gut. Das freut mich zu hören. Der ist immer gut. So. Yes, das ist toll. Alles schön wegböllern. Aber das reicht schon. Oh Gott, oh Gott. Wieder wegmachen. Eine aus der 5er Stream-Serie. Nicht schlecht, Kreide. Cool. So. Oh, da ist eine Klippe. Okay, da, ja, gut, okay. Ja, gut, ne, da können wir halt gar nichts mehr placen hier. Schade eigentlich. Schade. Naja. Sollen sich abhalten. So. Ach, hey. So. Schön einmal durchgepflastert hier. Da kann man das nochmal wegreißen. Haben wir schon mal gut. Ach, hey. Gut, was Folge Blueprintet. Klar, mit den Building Bots wäre das natürlich richtig easy fast. Du sagst, hey, Bitch, bau mir das und der baut dir das easy weg. Das wäre natürlich mega geil. Aber so geht's auch. Oh. Für den Baum noch und die hier noch und die hier noch. So. Das wird schon reichen. Ich will nicht zu viel wegreißen, aber ich glaube, das kann ich eh schon vergessen. So. Ach, guck mal, ist das toll. Guck mal, wie toll das ist. Diese große Fläche jetzt hier haben. Ich würde auch gleich unten anfangen, dann connecte ich das wahrscheinlich mit den anderen Strommasten relativ easy. Beim Bau. Ja, deswegen würde ich gerne hier unten anfangen. Oh. Shit. So. Fast. Oh, verbaut. Okay, super.
euch hier lang stellen, genau. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Perfekto. Charakter ist im Weg. Ja, okay, okay, ja, Factorio, good point. Ups. Hier ein Strom hast, hier ein Strom. Oh. Spieler im Weg, was einfach mit den Spieler im Weg mal bekommen habe, keine Ahnung. So, dann kann ich erstmal die Strommasten hier platzieren, theoretisch. Und dann, weil ich die, das schon mal nehme ich. Sind es connected miteinander, so, ach, guck, wie toll das ist. Es ist auch direkt schön clean verbunden, weil die ja so eine große Reichweite haben, also diese Umsteuerwerke, die sie nennen, ist echt ziemlich geil zum Baseball, weil die halt einfach so entspannt ist damit, mit denen zu arbeiten, weil die halt so einen schönen großen Bereich abdecken, haben eine große Reichweite von ihren Kabeln, ne? Richtig geiles Ding. Gerade kurz überlegt, ob ich das in den Main Bus mit einbaue, in der Mitte, aber macht keinen Sinn. Also so viel Reichweite brauche ich halt nicht im Strom. Die macht für mich halt einfach gar keinen Sinn, das zu nutzen so. Im Main Bus zumindest. Und woanders auf jeden Fall. Im Bus nicht. Jetzt natürlich die Frage noch, bauen wir noch Licht ein? Well, hätte ich gesagt eigentlich, ne? Oh. Wo kann man denn hier sinnvoll, da immer Licht, hätte ich gesagt, oder? Oder da und dort. Ich würde das andere System im Geschirr cooler. Macht Licht hin, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Weil es ist einfach beleuchtet. Dann sieht das alles ein bisschen nicer aus. Nochmal gleich. Makrofatz. Das ist toll. Ach ja. Wir werden bestimmt eine gute Menge an Gigawatts denn haben, wenn das alles angeschlossen ist. Wir gucken dann rein, wenn wir das alles fertig geplaced haben mal. Also an Akkukapazitäten, dann müssten könnten wir, also wir können safe die Dampfmaschinen abschalten schon. Das Tolle ist ja in der Zeit, wo wir das jetzt richtig bauen, dann produzieren wir ja weiter Akkus und Solarpanels. Die können wir irgendwann ausschalten und die Kiste sogar voll und dann, wenn wir da mal richtig Stromprobleme haben, dann nimmt Tim und ich, die uns eine riesen Handvoll von Solarpanelen, die Hälfte so und Dings. Und dann pflastern wir oben nochmal ein riesen Feld rein und dann wieder 20 Jahre Ruhe mit Strom. Klar, wahrscheinlich müssen wir ein paar Geschütze mal reinplacen, aber ich würde dann sogar sagen, hier placen wir wirklich Laser rein. Because wir müssen es halt nie wieder mit Money irgendwie versorgen und einen Arsch drum kümmern. Was passiert mit denen halt? Und da kann uns sowas von egal sein. Weil die sich ja selber versorgen mit Strom. So, hier sitzen ja bei den Batterien drin. Die werden sich schon selber versorgen mit Strom. So. Wie gesagt. Oh, ich place mit den mittleren Solarfeldern noch nicht. Damit wir nämlich hier noch entspannt die Akkus platzieren können. Oh. Oh. Genau, und dann sind wir wirklich, glaube ich, auf Laserwaffen. So, weil einfach besser. Also, energieeffizienter. Da ist Licht, da ist aber auch Licht jetzt drin. Hier kommt auch nochmal Licht rein. Sehr schön, ach, das ist toll. Okay, was hast du heute Schönes gemacht? Hast du arbeitet okay? I hope. Also, ja, ich hab an sich hab ich bloß Bereitschaft. Eigentlich hätte ich noch Urlaub gehabt, aber da ich Bereitschaft habe, dachte ich so, ah, naja, wird schon bestimmt. Nee, natürlich nicht. Ja, aber hey. Ich hab's geschafft. Ich hab's noch einigermaßen gut zum Stream geschafft. Also ganz okay gewesen, eigentlich mein Tag. Ich habe ein bisschen Geheimwerk. Ich habe halt meine Handkreissäge getestet, hab ein Brett zugesägt, mal, weil ich
Der Doof hätte vorhin nur eine Stichsäge. Und wenn du mal wirklich ein Brett einkürzen willst, dann kannst du das halt nicht, weil... Don't have Stich... Handkreissäge. Mit der Stichsäge gerade sägen, super. Difficulty. Kannst du aber nicht vergessen. Also wirklich eine Länge, einen geraden Schnitt zu machen, kannst du eigentlich komplett vergessen. Deswegen Stichsäge eigentlich bloß für Sachen wie einen Herdausschnitt sinnvoll, wenn du Grundung sägst, aber leider auch eine Tauchsäge wiederum richtig geil. Eigentlich das Go-To, aber das ist so dafür, ja, dafür ist okay. Und zwar die Stichsäge ziemlich overrated, oder? Also klar, jetzt so irgendwie so Parkettleger bist du was, macht es vielleicht auch noch Sinn. Because du kannst halt deine links irgendwelche Rundungen und sowas sägen, dafür macht es auch noch Sinn. Ja, okay, sehe ich auch ein. Aber sonst so, glaube ich, im Heimwerk brauche, wann brauche ich eine Stichsäge? Also super selten. Eher, dass ich dann wirklich eine handkräftige Tauchsäge bräuchte. Oh. Oh. War ich mir so auf, wenn ich die war? Oh, locker, Alter. Wir haben auch erst 100 verbraucht. Easy peasy. Das läuft. Aber bitte war heute echt anstrengend wie die Hitze. Bei uns war es relativ kühl. Oder bei mir gesagt. Die Katzen, die ist immer warm. Also die liegen jetzt immer nur in der Ecke hier rum. Und freuen sich, dass das ein bisschen kühler ist. Und hat auch die ganze Zeit geregnet. Also nicht die ganze Zeit, aber. Wenn sie auf Stürme war, hat es natürlich geregnet. Bei meinem Glück, ja. Aber passiert. Ja, ich habe eine Regenjacke angezogen, dann war das okay. Natürlich cooler, wenn es nicht regnet, definitiv. Und Strom und Regen ist jetzt nicht so die geilste Kombination, wo es geht, aber. Muss jetzt nicht sein, ne? Haben wir so gemacht? Ja, haben wir so platziert, okay. Schön über Licht reinplacen. Können wir ein paar Labbäume noch kraften denn. So und so. Die Akkus nehmen. In mein Mool, die Akkus, kommt her. So, sehr schön. Ah, shit. Ja, hier ist mit der beste Platz, können wir einfach alles einmal placen. Lass am Weg stehen. Also jetzt schon die Mitte nochmal hier. So. Ah, ist das toll. Aber Tauchsäge ist ganz schön teuer, ey. Ich hätte jetzt auch keine Lust mehr, Tauchsäge zu kaufen. Meine, ja, wie oft sieht man was zu, wo man taucht? Eigentlich nur bei einer Küchenbau fällt mir das ein. Sonst reicht eine Handkassäge eigentlich aus. Und mir ist auch gefallen, ich brauche definitiv einen besseren Staubsauger, also einen Werkstattstaubsauger, weil Handkreissägen mit einem Haushaltsstaubsauger geht. Aber ja, man merkt halt, es ist halt ein Haushaltsstaubsauger, der ist halt dafür nicht gebaut. Du musst halt erstmal riesig viel Klebeband rumwickeln, um den Staubsaugerstutzen, der Teil irgendwie dran hält, was dumm ist. Dann musst, wenn du das Werkzeug wechselst, habe ich noch mit einem Schleifer gearbeitet, um das Brett ein bisschen noch anzurauen, wenn ich bevor, oder generell ein bisschen zu schleifen, bevor ich es lackiere. Ja, da musste dann wieder Kleber umwickeln, um es an den Schleifgerät anzuschließen. Das war alles so, ach come on, ja. Geht es nicht besser? Moment. Und dann dachte ich, ja, okay, eigentlich ja. Hier stehen noch richtige Masten. Nee, Stücke Masten. Da stehen Masten. Dann place mal die Reihe einmal durch. Ah, die meckern rum. Yes, yes, I know. Oh, what the hell? Wir haben so viele Solarzellen noch. Alter, krank. Na, Jamie, hallo, hallo. Ja, ich hätte gerne heute mehr geschafft bei Survivalcraft, kurz nachüberlegt. Ich habe nach einigen Sachen schon gesucht, die wir brauchen. Und es gibt auch ganz coole Sachen, Lösungen, aber es ist wie immer. Die Lösung, die ich gefunden habe, die bitcht mit unseren anderen Lösungen rum. Und das ist dann wieder so, was ist der beste Weg zwischen es funktioniert sehr gut, es ist für Nutzer einfach zu usen und es funktioniert mit unserem bestehenden System, ne? Es ist wieder ein Graus. Man guckt wieder sich 20 Sachen an, so die Hälfte ist schlecht dokumentiert, die andere Hälfte fährt raus, weil das für irgendwelche alten Marketing-Personen ist. Und dann gibt es ein paar Sachen, wo man sagt, ja, maybe könnte funktionieren. So richtig das Ding, was es dann wird, ich weiß es selber noch nicht. Das ist noch viel probiert. Oh, ich bin ja Sub. Stimmt, du hast Sub bekommen. Ich habe bei dir auch einen Sub bekommen, habe ich gesehen. Von deinem Subatron, I guess, ne? Nice, nice.
Stimmt, du bist ja rübergekommen, als du Cybertron gemacht hast, glaube ich. Dann hast du ja auch einen Sub bekommen, ne? Glaube. Ach man, was mache ich denn hier heute? Normal. So, jetzt ist hier alles geplaced, ja. Sonntag wieder verabredet. Wenn es nicht so wie letzten Sonntag ist, dann ja. Kleine Bitch, Alter. Wirklich. Ich habe mir actually vorgenommen, kann ich das so sagen? Ja, also ich werde so ein Zwischending gehen. Ich denke, ich werde dazu auch noch ein Video machen. Zu dem Problem, was wir da haben. Es ist einfacher, weil keiner so viel Text lesen wird oder will. Und dadurch kann es auch sozusagen nochmal reingucken. Und um so grob was zu erklären, ist es einfacher, als wenn ich da ewig lange Texte schreibe. Ja, ich will beides anbieten. Aber das Ausführliche ist, passiert ja im Video. Form. Das kann ich aber dann als ungelistet ja sozusagen hochladen bei mir und das dann sozusagen dort zur Verfügung stellen. Ich glaube, habe ich so geredet, dass man nicht genau weiß, um was es geht. Das ist gut. Habe ich wieder gut hingekriegt. Aber das war ja auch der Plan. Alles Secret hier. Yes, yes. Oh. Ah. So, Lampen muss ich reinplätzen. Ups, ganz vergessen. Habe ich auch vergessen. Ach, shit. Wie viel habe ich denn jetzt vergessen? Nein, nur hier, okay. Und das fällt hier. Ja, lief so unnormal gut. Musste aber wegen körperlich bei der Hitze passieren. Pausieren auf unbestimmte Zeit. Es war so anstrengend. Ich weiß, was du meinst. Und die ist gut. Das freut mich. Ich werde wahrscheinlich wieder abcringen erstmal die ersten 30 Versuche. Wie, jetzt wenn ich irgendwelche Texte eingesprochen habe für irgendwelche Vorstellungen und sowas. Aber hey, ich glaube auch genetisch, ich glaube, das kriege ich ein bisschen besser gefreestylt. So ein bisschen, weil ich dann so ein bisschen so dieses Stream-Feeling habe. Da habe ich eigentlich schon ganz gute Ideen. Mal gucken, ob das bei den Ideen bleibt oder ob ich das wirklich umsetze. Ja, auf Videoschnitt habe ich keine Lust, aber das werde ich auch als crazy One-Taker machen, ja. Content-Maschine und so, ja. Aber das glaube ich, die Hitze, die ist echt anstrengend. Und ich habe auch hier nur einen Ventilator stehen. Ich hatte früher eine Klimaanlage, aber das konnte es vergessen. Also, ich hätte eine Festverbraucher gebraucht, weil die mobilen, ich hatte schon eigentlich die Stärke, die ich als mobile so gefunden habe, das hat nicht gereicht. Mit zwei PCs und dann habe ich teilweise noch 3D gedruckt, das kannst du vergessen. So viel Abwärme entstanden, dass die überhaupt nicht klar kam und hinterher kam mit Kühlen. Das ist einfach so. Also, eigentlich ist es eher so ein Kampf, es wird trotzdem slightly wärmer als kälter in dem Raum, weil die Klimaanlage einfach komplett reinscheißt im Endeffekt. Ne? Und da dachte ich, okay, komm, dann kann ich mir auch diesen riesen Stromfresser sparen, den krachen alles. Ne? Warum willst du eine Sprecherrolle mit Maxis Trailer haben? Ja, können wir machen. Achso, ich sollte nochmal jemanden anfragen. Ich habe bis jetzt heute immer noch keine Antwort bekommen. Ich glaube, es ist einfach als, ja. Kann man als abgehakt sehen, die Anfrage. Heute ist er auch im Urlaub. Oder hat einfach keinen Bock drauf. Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Alles gut, lassen wir. Ja, ja. Ne. Wie auch immer. So, wie viel connecten wir es am besten? Ich finde es am besten, zu den anderen Feldern zu connecten. Finde ich, fühlt sich am schlausten an. Also ich glaube, da müssen wir eher. Obwohl, naja. Das reicht natürlich wieder nicht. Nehmen wir lieber so einen mittleren Mast hier. Ah, der hat noch weniger Reichweite, okay. So, Alter. Guck es an. Ui. 3,7 Gigajoule. Woo! Batterieleistung, das ist geil, Alter. Wir laufen komplett. Also die Dampfer schießen alle aus. Immer noch über Solar? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Digga, haben wir ein Loophole geschaffen? Sag mir nicht. Ich habe mich über das Spiegel kaputt gemacht. Sag mir nicht, dass die Lampen die Solarzellen bepowern. Sag mir nicht, dass die Lampen, das wäre so dumm. Also sozusagen, dass die Lampen brauchen zwar auch Strom,
aber dass sie sozusagen trotzdem mehr Strom erzeugen in den Solarfeldern, als was sie verbrauchen. Das wäre einfach perpetuum mobile outplayed einfach, ja. Aber nee, jetzt sind die Akkus ja in Betrieb. Ich glaube nicht. Ah, jetzt ging auch die Dampfmaschine rein. Okay. Ja, ist einfach doch wahrscheinlich noch ein Stück hell irgendwo. Dass die noch nicht komplett aus waren. Ich verstehe. Mal gucken, können wir ein paar Lampen craften? Nicht viele, was fehlt uns denn? Ah, Kupferdraht. Okay, ich fliege erstmal in die Base. Jetzt brauchen wir Tränke. Wie gesagt. Warte, dann müssen wir jetzt Betränke holen. Blaue, die denn ins Labor packen, dass er nicht fertig forschen kann, dass er die Laser-Stuff und sowas forscht. Und dann... Ah, guck mal, das ist alles jetzt voll. Sehr gut. So, mal gucken, die fahren wir jetzt hier. Nice! Scheiße, 600! Blaue Tränke, das läppt doch schon mal viel geiler. So. Ups, also hab drei weiter. So, hier mal 200 rein, hier mal 200 rein. Hier mal 200 rein, hier mal 200 rein. Ja, okay, irgendwie so passt das schon. Ich glaube, wir können wirklich Dampfmaschinen ausstellen mittlerweile. Kupferdrähte wollten wir uns holen. Kupferdrähte, dass wir denn sozusagen was haben, um uns Lampen. Oh Gott. Lampen zu kraften. Was brauchen wir noch? Eisenplatten und Schaltkreise. Schaltkreise haben wir ein bisschen, aber Eisenplatten fehlt uns. Okay. Und Eisenplatten ist jetzt auch nicht das Problem, denke ich mal. Green Circuits ist auch nicht das Problem. Wissen wir nicht. Eisenplatten haben wir noch. So. Jo, das können wir alles wirklich reincraften hier. Sehr schön. Ey. Lampen brauchen wir wirklich viele. Schalten sich Dampfmaschinen bei dir nicht selbst aus? Doch. Erstmal herzlich willkommen. Roba 4. Unterstrich 4. Doch. Jein. Also je nachdem. Guck mal, also wenn wir jetzt sagen, wenn die Leistung, die Einspeisung der Solaranlagen, die der Dampfmaschinen überschreitet, dann ja. Wenn die aber nachts sind, dann ist es so eine Kombi aus. Die Akkus werden gezogen und die Dampfmaschinen werden gezogen. Ich habe schon, also es sind nicht mal 88, also 88 sind schon im Netz, aber ich glaube, effektiv sind noch vielleicht 20 mit Wasser verbunden. Ich habe bloß die Wasserrohre disconnected. Ich denke mal, wir können mal das Experiment machen heute Nacht. Und können mal alles am Wasser abmachen. Und mal gucken. Wahrscheinlich sollte es jetzt schon reichen. An Stuff. Was wir haben. So. Wie kriegen wir das am besten vom Stromnetz? Einfach hier. Und dann müssten die wahrscheinlich alle aus. Ist oben noch connected? Ich weiß gar nicht. Mal gucken. Okay. Hallo? Gut, ich möchte dich reparieren. Achso, ich hatte hier auch keine Steuerung drücken, ne? Jetzt. Oh, wait. Das geht hier. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich was. Das heißt, ich bin dumm disconnected. Jetzt sind die disconnected, genau. Ich muss meinen Hochspannungsmasten mal anders ziehen. Was zum Teufel habe ich denn hier gemacht? Wie habe ich denn die connected, Alter? Was zum... Was ist denn das hier? Hör mir doch auf. Warum ist denn hier einer, da einer, da einer? Ach so, Timmy ist mit dem Radar lang gegangen. Ach so. Jetzt ist natürlich jetzt erstmal alles hier kaputt und alles belegen. Ach nein, Hilfe! Kein Strom mehr. Ja. Entspannt euch, Strommasten. So. Die bringen wir nämlich woanders ran ans Netz. Die Frage ist, wo, oder? Hier einfach straight durch, hätte ich gesagt. So. Und da gucken wir gleich mal. Wo sind die Forscher alle durch? Scheint, oder? Haben wir
die noch alle dran. Alle durchgeforscht. Geil, geil, geil. Ist halt dieser Start-Stuff hier, der ist halt super schnell durchgeforscht halt, ne? Oh, das ist ein bisschen länger. Aber hier immer da, 25, 30. Hier ist alles so, durch die Mods, die wir jetzt hinzugefügt haben, halt so schnell durchgeforscht. Was ja auch nicht schlimm ist. So. Wirtschaftliches Zubehör. Okay, das ist aber, das ist, nee, das ist vom Main Game. Hier gibt's noch Waffen. Was? Warum hab ich die Forschung nicht starten? Ist das schon drin? Ah, ja, okay, macht Sinn. Was auch immer das ist. Glycerin, Verarbeitung. Immer rein damit. Einem hier versteckte Wände rein damit. Haben wir die Radare nochmal geupgradet oder was damit denn? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend. Dicke Solarpanel. Private MK2. Nice. Das macht, hat auch mehr Reichweite, oder? Ja, ein mehr Reichweite und es macht 25% Schadensbonus. Oh, nice. Nicer Scheiß, Alter. Geil. Okay. Ah, ja, ist interessant, das ist dabei. So. Jetzt gucken wir mal in der Nacht. Oh, okay, Nacht ist noch nicht groß. Aber ihr seht schon, also energietechnisch müssen wir noch viel aufstocken. Wir hätten an diese 75 MW durch die Dampfmaschinen zur Verfügung. Ist jetzt halt nicht mehr gegeben halt, ne? Es ist halt deutlich weniger, aber wir haben halt auch noch nicht, wir haben noch 400 Solarplatten allein einfach noch drinne hier. Von daher, die Dampfmaschinen, die immer nicht noch ein bisschen hier rum. Und so machen wir mit dem letzten Wasser, was wir hier haben, ne? Ja, Wasser mal nach. Genau, sonst sollen sie machen. Müssen die mit den Lampen versorgen, ist mir egal. Aber nicht können sie ein bisschen einspeisen noch, ne? Und so machen. Jetzt halt schneller leer. Und die sind leer. So, Arsch geleckt. Jetzt kann man die nämlich wieder hier auch zur Not direkt so fertig machen, dass man die... Wo geht denn Strom her? Ach, hör mir auf. Oh, okay, wir connecten sie doch nicht. Ja, okay, sie übernehmen die ganze. Und jetzt ist der. Da sind Lampen. Yes, I know, I know. Aber die sorgen ja nicht dafür, dass das Strom, wenn ich das so connecte, dürften die Lampen nicht versorgen, dass das Strom geht, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Ist oben noch irgendwo connected? Blinkt alles? Das blinkt alles. Ach, keine Ahnung. Kann mir auch egal sein. Akkus müsste auf jeden Fall reichen, um jetzt erstmal unseren Bedarf zu decken. Ja, brauchen wir diese Ladenenergie, kommt schon wieder. Das ist schon mal gut. Ich baue trotzdem nochmal Lampen an unsere Masten ran, was immer wir machen. Und dann bauen wir einfach mehr Solar. Es ist halt leider einfach der Weg, weil sonst haben wir so viel Umweltverschmutzung, die wir in die Gegend böllern. Ich meine, es ist unser erstes Mal, als wir das spielen, deswegen haben wir auch Mods reingepackt mit ein bisschen besseren Waffen und sowas vereinfacht. Es ist einfach zu viel. Also wir sind ja eher schon am Struggeln, wirklich gute Fabriken zu bauen. Und dann, dass die Beißer einen auch richtig auseinandernehmen, weil man halt klar Umweltverschmutzung krass erzeugt. Deswegen habe ich mir dazu entschieden, okay, wir müssen irgendwie beides machen. Wir müssen... Jetzt ist da gedrungen, super. Müssen beides machen. Wir müssen irgendwo hier auf unsere Umweltverschmutzung achten. Deswegen Solar und auch weil uns die Kohle schon einmal ausgegangen ist, also zweimal schon. Dass wir halt die ein bisschen auf achten müssen. Und einfach sozusagen irgendwas nehmen müssen, was uns einfach... Du settest es einmal ab hier und dann kümmerst du dich halt nie wieder drum. Also, solange du nicht zu wenig Energie hast. Aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, ah, fuck, ich muss gucken, habe ich genug Kohle? Brauche ich noch einen anderen Prozess? Und wie kann ich denn, habe ich denn Probleme damit, weil ich dann zu viel verbrauche und dann habe ich ja keinen Strom und den ganzen Shit, den hat man einfach halt nicht. Man baut das, man hat eine Fabrik, die das nebenbei baut, wenn die Kisten voll sind und man wieder Strom braucht. Dann holt man sich ein bisschen was. Alles ist toll. So, und das ist doch so zu eigentlich auch sein. Hat damit keinen Stress denn mehr. Es macht so sein Ding. Ob man es in Ruhe. Mit dem Strom. Bis halt zu wenig da ist. Aber deswegen baue ich erstmal wirklich so, dass wir wirklich an die 80 MW wieder haben, wie wir es vorhin Bedarf bestätigen, dass wir erstmal lange Luft haben, auch wenn, also sozusagen, wenn unsere Produktion da richtig anläuft, haben wir viel, viel höheren Verbrauch, als wir jetzt haben, weil viele Maschinen stehen einfach. Viele Bohrer stehen einfach, weil sozusagen wir unseren
unsere Main-Schmelze, was erstmal alles gerade am Aufbauen sind. Und das einfach. Ja, es dauert halt seine Zeit, ne? Bis wo wirklich das Auslasten effektiv. Und deswegen. Hotels. Was war das? Ist? Ja. Genau. Und deswegen gucke ich halt irgendwo, dass wir das hier ganz cool hinkriegen. Wird schon. Doch, doch, wird schon. Ich glaub dran, dass wir das hier hinkriegen. Mit. So. Und es geht, es ist sogar gar nicht mal so teuer, Solar, ne? Also klar, wir haben unsere Erdölproduktion eigentlich nur für Solar da. Und ja, ein bisschen Plastik für Red Chips. Aber ansonsten haben wir gar nichts, was wir mit Erdöl gerade produzieren, weil wir einfach noch gar nicht so weit sind, in unseren Main was irgendwas einzuführen oder irgendwas herzustellen, weil einfach sozusagen die Energie uns immer irgendwo steuer gemacht haben. Dann haben wir so viel Verschmutzung erzeugt. Dann sind die Beißer wieder angekommen, haben unsere Dampfmaschine angegriffen, dann musste ich da überall Turrets hinstellen. Das hat einfach nur für Arbeit gesorgt. Ja, warum sich hier unnötig Stress machen? Das Problem irgendwie einmal in Angriff nehmen, haben wir gemacht, haben jetzt ein bisschen Zeit investiert, haben uns dann eine Raffinerie hingezimmert. Und jetzt irgendwo eigentlich eine ganz, ganz gute Supply an Strom wahrscheinlich denn demnächst hier. Und das ist doch geil. Das ist doch super. So. Da muss ich noch ein paar Solarfelder placen, aber erstmal machen wir die Akkus rein. Und wenn wir das alles geplaced haben, dann kann ich wieder zu den Kisten gehen und die sind wieder wahrscheinlich genauso voll. Also eigentlich ist das ein Infinity Loop gerade, weil die Maschinen relativ schnell produzieren. Und das war gut. Ich glaube, davon kann man nicht so viel produzieren. Wenn die Kisten irgendwann voll sind, die kriegt man irgendwann, braucht man sie wieder. Selbst, also, ich sag mal, selbst die Grundbatterien, die greife ich auch ab. Selbst die braucht man auch an anderen Crafting Rezepten. Dafür, es wird immer einen Punkt geben, wo man sie braucht. Oh. Mann. Ich hab die Lampe vergessen zu platzieren. Das müssen wir natürlich noch machen. Damit das hier auch schick beleuchtet ist. Oh, außerhalb der Reichweite. Was? Ich habe safe irgendwo mal ein Feld falsch gebaut. Würde mich nicht wundern, auch wenn eins mal nicht connected ist, weil der Mast wieder so. Ey, passiert, ne? Aber hier ist es so viel Masse da. Ich glaube, das fällt nicht groß auf, wenn mal ein sich angeschlossen ist. So. Würde sich Team freuen. Wenn wir das alles hier geschafft haben, ich weiß es nicht. Vielleicht ist immer so ein bisschen viel Progress, was wir gemacht haben. Vor allem haben wir wirklich jetzt einfach am Strom nur gearbeitet, ne? Na, Ref, wie war die Reparatur? Ja, war es. Hat geringet nebenbei, ne? Aber hey, es ist fertig. Ich bin auf jeden Fall gut. Ich hoffe nicht, dass ich heute nochmal irgendwann zu einer Störung muss. Ich drück mir die Daumen. Aber, dadurch, dass ich ja sozusagen Urlaub hatte, habe ich ja noch nicht meine Arbeitsstunde sozusagen voll. Also ich könnte theoretisch noch raus, wenn irgendwas noch ist. Aber eigentlich habe ich heute noch Urlaub gehabt, aber klar, ich kann nicht Urlaub machen, wenn ich Bereitschaft habe. Also das ist schwierig, ne? So. Okay, es scheint überall Licht drin zu sein. Das ist schon mal super toll. Oh, richtig toll. So, was sagt denn unsere Production? Alter, 4,3 Gigajoules. Geil! Und Erzeugung, klar, die schwankt, ja. Wir gucken wirklich, wenn Sonne raufknallt. So Peak-Erzeugung ist. Kostet alles easy. Ja. Plasma-Turret. Okay, interessant. Bullets? Oh, her damit. Noch mehr Bullets. Wäre noch leer laufen? Ja, ja. Ja, mach halt, ne? Es gibt noch viel, 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 viel zu forschen. Ey, Kreider hat mich gefragt, ob ich mit euch Horrorgame zocke. Ja, ja. Hab ich auch gefragt. Ich hab das sogar schon gekauft. Und bin ich das nach Alk? Warum bin ich das Glas nach Alk? What the What that, brother? Ich hol kurz ein neues Glas.
Aber eigentlich habe ich einen richtig guten Tag. Ich habe nämlich mir ein Schleifgerät gekauft von einem namhaften Elektrowerkzeughersteller. Ein Akkuschleifgerät. Und ich bin richtig happy. Es funktioniert richtig, also richtig geil für meinen Use Case. Ich will jetzt keine Baumbohlenplan schleifen, das. Ich bin kein Tischler, ne? Aber so für kleinere Schönheitsreparaturen, mega geil. Irgendwie dann hast du Fleck offen. Oh, ich habe mir echt jetzt zugelegt gehabt und das ist halt kacke. Wenn du irgendwo Fleck hast, wenn irgendwas, wenn irgendjemand dachte, jo, Mensch, lass mal hier. Besuch, stellt die Kaffeetasse rauf, hast einen Ring drauf. Ich sehe, ja, super, danke, dass du jetzt meinen Tisch versaut hast. Nimmst ein Schleifpapier feines und dann. Ei. Der Gulli macht vielleicht auch mit. Ja, nächste Woche Pause machen? Nein. F, nein. Nächste Woche nichts Pause-Moderator. Aber beim Horror Game im Oktober bin ich dabei. Also wahrscheinlich nicht direkt an Halloween, weil Halloween ja ein Donnerstag ist. Maybe dann nicht. Höchstwahrscheinlich dann nicht. Aber wir können ja auch in der Woche, also Montag, Mittwoch, Freitag das spielen oder so. Je nachdem, wie viel Bock wir darauf haben und wie lange das entertaint. Dann hält es davon nichts ab. Ich habe. Ach so. Naja, denn natürlich können sie das natürlich machen. Das ist ja, bin ich natürlich auch außen vor. So, aber wir playen mal ein bisschen was. Ich glaube, die beiden Reihen. Die Reihen werden immer größer. Aber ich glaube, die beiden. Ach, locker kriegen wir die beiden Reihen noch. Wir haben 300 Solarmodule. Also jetzt die Hälfte haben wir erst gebraucht, wenn die was hier aus der Kiste geholt haben. So, mit der forscht da immer noch oben wie wild rum. Sollten vielleicht mal die Gleisung von dir nicht ist. Eigentlich, aber ich, naja. Wir machen da mal. Weil das sind eh, das ist eh das Abstellgleis hier. Also, well, eigentlich relativ egal. Aber ich glaube, Bausemer, da könnte auch ganz lustig mit dir werden. Ja, ich muss sagen, irgendwie, ich bin in diesen Simulatoren-Ding nicht so drin. Ich glaube, Palut und sowas, die machen ja das viel, diese ganzen. Ich finde. Man merkt schnell, dass sie ass sind. Viele sind dann ziemlich crappy gemacht. Man hat irgendwo auch einen Entertaining-Faktor. Gar keine Frage. Aber ich bin dann eher, so was ich ganz geil fand, war Ausflipper, glaube ich, ne? Wo du die Häuser renovierst. Da gibt es irgendwie einen zweiten Teil. Mit Laotas Twitter eigentlich noch geiler ist. Und was war das, dieses Thieves, was Hand of Blood mal ganz hätte gespielt hat, fand ich auch mega geil. Wo du so Einbrecher bist. Hat mich auch entertained, das zu gucken, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich so. Ich dachte, der, wenn der das spielt, ich bin nicht wirklich so sicher. Oh Gott, shit. So, stimmt, ich habe meine Maus noch angeschlossen zum Laden. Ja, mal nach Ewigkeiten ist meine Maus nur noch auf 15% Akku gewesen. Da dachte ich so, oh, was denn jetzt los? Das kenne ich gar nicht. Wie lebt mir diese Maus denn? Hä? Ja, ich muss sie mal laden. Weil nicht kriege ich sie lange abziehen. Ganz vergessen. Das kann man wieder zurückpacken. Ist halt die wenigstens USB-C. Nicht so wie die andere Maus, die ich habe. Aber ich habe eine neue Variante rausgebracht. Ich glaube, hoffe, dass die USB-C hat. Aber ich glaube nicht, dass ich die kaufen werde. Irgendwie bin ich gerade ganz happy mit dieser scheiß Büromaus. Scheiße sie nicht, aber ich fühle sie mega, ne? Weiß auch nicht. So. Wenn wir das Feld wirklich fertig geplaced haben, dann haben wir hier so viel Produktion. Obwohl, na, nicht ganz, wahrscheinlich nicht. Einfach mal auf die Spitzen, das haben wir gar nicht geguckt, ne? Ah ja. Mal gucken. Was war das für ein Peak, bitte? Was war das für ein Peak? Hä? Ich sag mal so, aktuell haben wir so 15. Okay, was ist da wirklich Maximum Peak? 25 MW. Und den Verbrauch. Oh, wir haben schon 72 MW. Ey, oh, okay. Okay, das ist so. Ach klar, wenn wir irgendwelche großen Maschinen angegangen sind, da gab es ja diesen riesen Peak. Das ist ja der Fall. Das ist ja Erzeugungsschütze, aber das ist sozusagen die Speise, durch etwas geht, Maximum. Da sind Dampfmaschinen mit dabei. Ja, okay. Mich bockt immer so. So, okay. Geh mal essen, bin mal weg. Viel Spaß mit deinem Saunaeimer. Die haben einfach da bereffen so einen Saunaeimer so geklaut und sieht das aus, wo so Gewürze drin stehen. Sieht wirklich aus wie so ein Holz-Saunaeimer, wo man so einen Aufguss mitmachen kann.
Fand ich funny irgendwie. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwie für andere Use Cases. Ist wahrscheinlich sogar. Sieht einfach aus, halt wirklich einfach ein Sauneimer. Oh, sammelt ihr jetzt den ganzen Stuff auf? Naja, egal. Oh. So, so. Ich glaube, die Solarmodule könnten knapp werden. Maybe. Oder? Hä? Ist ja keine Energie. Ja, okay, weil sie halt alle sind. Gut. Echt gehabt halt, ne? Die Energie kriegt ihr halt schon. Also jetzt werden sie halt nicht... Das ist halt, also es ist schon eine gewisse Logik hinter, dass nicht die Solarzellen jetzt die leeren Akkus laden, also die Akkus, die anderen Akkus laden. Da ist die Logik schon drin, was auch Sinn macht, weil super dumm, wenn die Akkus sich jetzt gegenseitig laden. Das wäre der größte Chaos, ne? Aber guck mal. Akkus versagen ist easy peasy, klar. Oh nein, unser Akkuschrank geht runter, aber... Also ich dachte, das wird halb oben schon. Ich hätte gerne irgendwie eine Uhrzeit hier oder irgendwie so eine Anzeige, wie weit der Tagesverlauf schon ist, wie lange geht die Nacht noch, dass ich es besser einschätzen kann. Reicht unser Solarstrom noch, unsere Akkus noch oder reichen sie nicht? Aber well, die reichen. Jetzt blicken sie zwar vor sich hin, aber das, ja, ne, sollen sie machen. Oh, und ich hier. Dankeschön. Ja, so. Guten Tag. Jo, Nummer 1200 Solarzellen sind einfach schon dran, Alter. Haben sie schon gecraftet? Anscheinend. Muss ja. Alter. Krank, oder? 1200, ja klar, muss ja, wenn es da steht, ne, dann müssen wirklich 1200 Solarzellen da sein. Uiuiui, okay, wir kriegen die Reihe, maybe nachher haben wir 45 Stück. Aber gut, was verbaut hier. Ja, doch, das kriegen wir hin. Hier. Hier nochmal, 8 rein. Oh Gott. Damit die Blueprint ja ganz gut im Kopf hier. Also ich würde es nicht aus dem Kopf bauen können wahrscheinlich. Aber wenn das weg ist, ist es ja jetzt nichts Hochkomplexes hier. Also es ist ja wirklich relativ einfach platziert hier, ne? So. Halt nicht immer so ein Kreis aus Solarzellen. Dann kommt so ein Kreis aus Akkus. Okay. Akkus wird jetzt gerade so rein, wird übrig bleiben, ne? 21,25 ist das Verhältnis. Reicht gerade so. Ah, da bin ich gut. Nice. Da oben haben wir noch ein bisschen, wollte ich noch machen, aber haben wir leider nicht geschafft. Aber hey, guckt euch da an. 1300 Solarzellen, wie viele Lampen haben wir im Netz? 430. Jo, okay, ne? Läuft. Und gerade sind die Montagemaschinen am meisten, ist es auch nicht viel, was wir verbrauchen halt gerade einfach. Die Better Shotgun Shells sind nicht mehr in der Production. Also, wie war der Forschung? Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, weil keine blauen Tränke mehr da sind. Rote? Wie rote? Was brauchen denn die? Oh, keine schwarzen mehr da sind. Okay. Ja, gut, okay, macht ja auch Sinn. Da waren ja auch. Das ist ja alles. Irgendwo endlich der ganze Stuff. Ja. Craften. Diesen ganzen Steindreck mal weg haben. Das können wir nicht unten bei den bei der Kohle hinpacken, ne? Bei den Steinöfen, ne? Ja, was? Nee, ey. Er hat gar nichts hergestellt. Och, hör mir auf. Nein. Nein. Oh mein Gott, okay. Super. War kein Stank, aber ich irgendwie geschafft, das Band schnell zu drehen. Ja, gut, okay.
Läuft bei mir. So. Dann lasst uns mal hier den Stein nehmen und in die Schmelze packen. Und die Kohle reinpacken hier. No. Kriegt ihr gar keine Mann. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, können wir. 3 in jeder Reihe hier. 3 Stacks in jeder Reihe placen. Das sollte passen. So, wollen wir erstmal blaue Tränke reinpacken? Ja, ne? Voll, voll. Voll, voll. Ja, okay, keine Ahnung. Ich habe noch, welche hier, sind sie doch. Okay, schwarze Science-Tränke hier, so. Und den hier noch einmal, so. Ah, ja, der Greifer mal wieder. Hier ein bisschen kaputt gemacht. Aus Versehen, oh. Jetzt forschen die wieder toll. Die gelben Tränke, wollen wir die mal erforschen? Radar nochmal. Oh, was ist denn noch hier? Alter, es gibt so viel Stuff jetzt hier zum Forschen, ne? Hier auch Munition und sowas. Electric Bullets, HE Bullets, Flame Bullets, Acid, Poison, Digga, AP. Oh mein Gott, Alter. Laser Turrets haben wir gerade schon, das forschen wir auch gerade schon. Dies wird er wieder machen. Der Unterschied zwischen Laser und Plasma jetzt eigentlich. Neue Sachen, okay. Wahrscheinlich mehr Range, oder? Sniper Turret. Feuerrate ist sehr gering. Schaden plus 1400 hohe Reichweite, okay, interessant. Lasergeschütz, MK, Plasma Turret. Okay. Was ist der Unterschied? Plasma Turret ist deutlich teurer. Energiebedarf pro Schuss 2,4. Okay. Was ist der Schaden? Aber, 300 Schaden ist halt ultra strong, ne? Ultra strong. Okay, ich verstehe. Das ist Turret Stufe 3. Wären schon gut teuer. Aber mit 50% Schadensbonus ist aber auch schon richtig, richtig nice halt, ne? Ich würde gerne mal einen so einen Teil bauen und mal gucken, wie das wirklich böllert. Ne, das sind ziemlich schon. Shotgun Shells, hier sind denn. Was auch immer, Granaten? Maybe? Eine Laser Rifle, Alter. Kranker Scheiß. Stimmt. Jetzt können wir noch jetzt andere Laser Turrets. Turrets MK2. Plasma MK2 kommt ja auch noch. Oh, das ist noch wahrscheinlich noch energiehungriger. Macht Sinn. Energiewaffen erhöht den Schaden. Okay. Was ist noch, was wir so brauchen? Was ist jetzt so, was man fokussieren sollte? Logistikroboter? Oh, die sind relativ teuer. Okay. Vielleicht das mal hier, ne? Okay, ist ein anderer Motoren. Ja, kann auch nicht schaden, ne? Relativ gut, das weggeforscht, ey. Shit. Dann kommen, wahrscheinlich gehen uns dann die Dingstränke aus, ne? Alles so. Hier mal 200, hier mal 200. Gucken, wie sieht es hier bei den Tränken aus? Oha. Ja, das zieht halt gut, ne? Das sieht halt richtig gut. Shit raus hier. Oha. Aua.
So, aber auch hier. Wirklich roten Stuff brauchen wir auch mal wieder wissen, was. Aber das ist einfach alles mit dem. Das ist einfach alles mit dem. Dann packen wir mal die Kisten wieder voll. So, grüne Tränke. Rein mit euch. Rottränke. Rein mit euch. Boah. Ja, ja, 7K grün. Wir müssen mehr Grün herstellen. Ist einfach so. Wir müssen die rote Produktion mal ein bisschen. Guck dir das an. Pö, Alter. Wie stellen wir die rote Produktion am besten aus? Können wir euch die Zahnräder irgendwie stabilisieren? Ah, die einfach wegdrehen. So. Dann werden keine weiteren roten produziert. Das sollte passen. Ach, der nimmt nur rote, wenn keine grüne mehr ankommt, ne? Ah. I see. Was sagt man in der Energieversorgung? Da können wir mal so ein Plasma-Turret uns mal gönnen. Und mal gucken, wie das wirklich da rumböllert. Also ich glaube, das ist wirklich... Wenn wir wirklich angegriffen werden, das macht schon huge amount of Schaden, aber ist halt auch sehr energiehungrig, was okay ist. Das macht viel Schaden, ne? Aber ich würde den schlecht MK2 bauen, wenn wir uns bauen können. Ich weiß nicht, ob das wieder blaue Chips braucht, denn wahrscheinlich können wir es dann nicht bauen, ne? Die Radare werden, denke ich mal, noch besser in der Reichweite oder sowas. Wahrscheinlich, ne? Gucken. Das sollte man maybe auch mal forschen, aber ich finde, dass wir das machen, was keine blauen Tränke braucht, oder? Das wäre mein Grinder, wir haben nichts, was keine blauen Tränke braucht. War das blaue Tränke? Okay, okay, I see. Okay, Turret Stufe 4. Ist auch ein Weg, den man gehen kann. Ist auch gar nicht so teuer, ne? 75 von allen. Das ist ja richtig entspannt, ne? Ja, richtig entspannt. Und ich muss doch mal gut den Schaden steigen, weil dann haben wir kein Problem mit den Beißern, weil das nervt mich. Ich will die schon da haben, das ist ja ein bisschen, dass sie halt irgendwo nerven und da sind, aber ich will nicht, dass sie halt andauernd so und dann Shit kaputt machen. Wir sind nur am Defenden und kommt so nichts mehr halt, ne? Okay, Vehikel, Solarzellen. Ist das überhaupt noch eine Preise sortiert? Ne, irgendwie nicht mehr, ne? Okay, das können wir noch forschen, das können wir forschen. Das sind die, ach, das sind die Grundlagen, okay. Ja, nehmen wir das mal nochmal mit hier. Machen wir wieder schwarze Science-Tricke? Nee, machen wir nicht mehr, ne? Ich hab hier irgendwas wieder hier gecuttert in der Produktion, ne? Was hab ich denn eigentlich geklaut? Ich glaub, die Granaten hab ich, glaube ich, geklaut, ne? Ne, warte mal, was fehlt euch denn? Ach, die Mauern fehlen euch da. Also, rum war das? Aber Tim gemacht. So, dann kann ich ein bisschen von den anderen trägen, weil das ist alles da, ne? Also relativ teuer. Langsam. Dann teilen wir das einfach nochmal. So, schwarze Science-Tränke. Können wir mal hier hinten noch mal hier hinpacken, ne? Hier ein Stack, hier ein Stack. Hier ein Stack, hier ein Stack. So, und dann Frohlung. Das könnte mehr verteilt werden, besser, ne? Hier, da. Oh, toll, super. Super toll. So, rot. Und grüne Potions. Komm hier noch mal rein. Panzerin-Emulation hat wieder keinen Bock auf uns hier. Ja, schön, hier mal ein bisschen... Ding rein. Ey, also Munition. Es braucht echt viel, ne? Hier, wir müssen es reinfangen wieder. Dann kann man Plasma-Turrets forschen. Ich bin gespannt, was es jetzt kostet. Also, was kostet Plasma-Turret MK2? Denn, wo greifen sie oft an? Hier unten eigentlich. Ja. Wir müssen auch wieder Strom ziehen. Und das Serres verbunden ist. So. Plasma Turret Stufe 2.
Okay, es geht. Macht auch nochmal deutlich mehr Schaden. Ende, aber auch 3 Megajoule. Alter. Alter, Verwalter. Jo. Das will ich auch einmal in Action sehen. Dann gehen wir mal ein bisschen Material besorgen. Oh, haben wir ja Batterien und sowas. Wir sollten maybe auch mal die Batteriekiste upgraden. Zu einer Stahlkiste, weil das wird uns definitiv hier irgendwann hier, werden wir es benötigen. So, also Laser Turrets. Nee, lass mal, Mama. Wir brauchen dafür noch Stahlträger. Grünerschreckers haben wir genug und dann. Ja, aber drin auch genug. Einfach nur viele Stahlträger, basically. Würde ich mal das so zusammenfassen. Okay, viele Stahlträger sollten wir hinkriegen. So, jetzt bauen wir mal ein Plasma-Turret der Stufe. Das dauert noch relativ lange im Craften, ne? 20 Sekunden. Okay, gut geht aber. Okay, und das dauert dann wie lange? Auch 20 Sekunden, okay. Auch wieder genau so viel Stufe. Aber das ist wahrscheinlich krass an der Reichweite, I guess. Was fehlt denn jetzt hier noch? Ach, Red Circuits fehlen, okay. Ja, Red Circuits kriegen wir auch. Das ist ja so viel da oben da. Wenn wir uns noch ein bisschen was snacken von den Red Circuits, das fällt gar nicht auf, wie wir jetzt hier so. Yep, ein bisschen. Genau, habt ihr gesehen. Ein paar ein bisschen. So. Nice! Okay. Wo ist jetzt wirklich, dass die oft ankommen und Stress machen? Also eigentlich schon hier, obwohl die Verschmutzung geht hier zurück, weil die Dampfmaschinen aus sind. Dann müsste die ja. Then maybe hier. Oh, die Öltanks gehen langsam leer hier, ne? Oh oh. Die pumpen deutlich weniger. Was sagt denn die Map eigentlich? Oha, es ist deutlich zurückgegangen. Okay. Wo? Oder hier oben? War das hier oben? Hier oben stellen wir das hin. Komm, ich stelle das da oben hin. Yes, yes. Lass mich mal angucken. Das Spektakel will ich wirklich angucken. Also, wie das aussieht, wenn. Oh, ich wusste nicht, ob ich mir Zug rüberfliegen kann. Das war ein bisschen risky. Wenn der da böllert, Alter, das muss ein fetter Feuerball sein, wenn der da böllert. Bin gespannt. So, Laser Turret MK2, enttäusche mich nicht. Ah, oh. 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 Okay, okay, der hat so ein Feuerfeld. I see. Okay. Ja, du baust Strom haben, Junge. Das verstehe ich auch. So. Das zieht eher nach. Weiß ich nicht. Welche Richtung macht denn Sinn? Also. Ja, die, ne? Ja, die, hätte ich auch gesagt, ja. Sieht ja schon gefährlich aus, Alter. Okay. Mal kurz hinfliegen und mal ein paar Leute triggern hier. So mal so ein paar kleine. Mit Viecher. Jo. Digga. Ja, das macht halt nichts mehr hier, ne? Jetzt nicht riesige Spitzen, sondern. Okay. Das war ja so schnell alles kaputt, Alter. Krank. Hier ist so ein kleiner Mini-Stuff. Hier, den kann man nochmal forschen. Hier irgendwo so 100. Ja, ja, komm rein damit hier. Ja, komm, mach halt 200. Okay, ja, 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 ja. Ich hab's jetzt nicht mehr so ganz. Das wird relativ teuer. Ja, 5. Ja. Sniper Turrets, stimmt. Sniper Turrets, ja, wichtiger Stuff. Oh, Alter, das Teil. Es ist interessant. Sag das mal so. Es wird auf jeden Fall uns helfen. So sehr Stromverbrauch lastig, aber hey. Es macht also Plasma-Kugeln. Und dafür finde ich es geil. Ja, das ist schon ziemlich nice. Da wirklich bei unseren Solarfeldern wirklich da. Oh, Gott, nicht Jetpack machen. Darauf setzen eher auf, weil es ein bisschen slightly
passiveres wie normale Laser Turrets, ne? Die hier denn dann? Okay, die brauchen normal Lasergeschütztürme, die brauchen wieder normal Lasergeschütztürme. A30. Ah. Megajoule? Okay. Und doch ein bisschen was an Strom, ne? Aber hey, let's go. Man gönnt sich ja sonst nichts, ja. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr rote Schaltkreise, um die zu craften. Aber Oma, zum Glück weiß ich, wo man rote Schaltkreise kriegt. Stahl. Könnte maybe knapp werden. Ne, wir fliegen mal kurz zum Mainbus und holen uns ein bisschen Stahl. So. Und dann gehen wir mal bei unserer Solarzellen-Production gucken, wie es da nämlich aussieht. Die produzieren nämlich hier schön fleißig. Ja, guck mal. Da ist deutlich mehr Akkus jetzt, aber. I know. Ja klar, die Batterieproduktion, die craft sich ja gut hier was an Batterien rein. Durch Maschinen habe ich gar nicht gebraucht. Chef ist ja, dass wir wirklich noch mehr Batteriemaschinen bauen können. Aber egal. Die bauen schon gute Ideen. Und die haben schon Verbrauch. 31. MW, gut, okay, 30 MW, klar. Wir haben jetzt sozusagen die Batterieproduktion, läuft jetzt komplett durch. Die Raffinerien hier unten laufen wir. Die Chemiefabriken laufen wir hier durch. Die Bohrer laufen wir, wir jetzt auch Resources gut gesnackt haben, vom Stahl und sowas halt, ne. Ja, die Produktionsmaschinen ziehen halt gut. Die geht sogar hier, ne. So, können wir jetzt noch das ein. Sieht es dann einfach aus bei den Schmelzen hier oben. Und die hier, ah, guck mal, ja. Weil wir gut Stahl rausgesnackt haben. Was ist denn das jetzt hier? Keine. Hä? Was ist das? Was ist der Unterschied zu denen? Hä? Oh, es kommt gerade Eisen an. Oh, es kommt gerade Eisen. Ach so. Das ist wieder der nächste Zug, kommt die unten an, der wird wieder beladen. Ach, es ist toll. Die Felder sind alle beleuchtet, super toll. Und hier oben, der wird wieder entladen, fix. Genau, guckt euch an, das könnte noch viel schneller entladen mit einer anderen Seite noch und wirklich 6 Greifarme pro Ding und sowas, aber well. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wenn ich mir das so angucke, ne? Ich glaube ja. Naja. Da ist ja erstmal das Ding hier, was wir im Art haben. Die Tränke sind wir alle, ne? Was fehlt denn diesmal? Blaue Tränke wieder. Ja, war klar. So viel Akkus brauchen wir jetzt gar nicht, wie hier drin sind. Das soll schon reichen. Sie haben es versucht. Die sind gnadenlos in Grund und Boden geböllert worden, ja. Das Geschütz, also das ist schon richtig geil. Vor allem, weil es halt schön Range hat, es ballert die direkt in Grund und Boden, ja. Hier muss ich ein bisschen Angst haben. Stimmt, hier kamen sie letztes Mal an, haben uns ein bisschen Stress gemacht. Da würde ich einfach sagen, wirklich, wir setzt auch mal ein paar Laser-Turrets hier mit hin. Weil es kann nicht schaden, weil vor allem diese Kiste, wenn die hier oben kaputt geht, das tut richtig dolle weh, weil das ist halt unsere Batteriekiste. Wenn die kaputt ist, dann sind so viele Batterien gone. Und das macht ganz schön Aua. Achso, klar, wir müssen uns auch darum kümmern bald, zu sagen, hey, die Ölproduktion versiegt langsam. Wir müssen mehr Öl ranholen. Und da bleibt uns nur noch die Ölquelle oben. Die ist auch nicht so geil. Öl ist echt ein Problem hier auf der Karte, ne? Öl ist gar nichts. Hier hinten ist so ein okay, ja, well. Da sind viele Beißer. Öl ist ein Problem langsam.
Wir stellen jetzt noch nicht so viel mit Öl her. Ich meine, das ist alles Produkte, die wir. Also, mehr, glaube ich, brauchen wir gar nicht aus Öl, ne? Ich sag mal, sobald die Batterieproduktion ein bisschen runtergefahren ist, ich glaube, die Kiste ist irgendwann vollgelaufen, dann geht es wahrscheinlich auch hier so vom Bedarf her. So, Laser Turrets. Ja, ich würde sagen, man stellt mal wirklich hier so ein paar hin, oder? Einfach so zur Protection. Hier mal einen hin. Hier. Ja, ich weiß, ihr braucht Strom. Ach, come on. Okay. So. Wollen wir mal auch ein paar Freunde hier holen? Auch von da hinten, das ist ganz schön weit weg, aber das kriegen wir schon hin, oder? Genau. Was das jetzt besser macht, wahrscheinlich höheren Speed, oder? I guess. Da haben wir rote Motoren zu, das ist relativ weit weg noch von dem, was wir haben. So, wir müssen aufpassen, nicht zu dicht dran fliegen, dass uns die Türme nicht abgelesen hier. Mit Leerbeißer. Ja, yes. So ist gut. So ist gut. Komm mal mit. Das sind schon viele, oder? Ich hoffe nicht. Ich kann ja mit draufballern mit meinem MG einfach. Nein, die Tank ist auch mitkommen. Der Tanks, kommt her. Aua. Scheiße. Oh. Verdammte Scheiße! Nein! Nein, ich habe so viele. Oh mein Gott, ich habe so viele Dings verloren. Oh mein Gott, nein. Tiger, nein, ich greife die Strommasten an. Tiger, dann hör mir. Das war. Oh komm. Ach nee, Digga. Ich hab vor allem so viel. Hör mir auf. Hör mir einfach auf, wirklich. Super schlau wieder von mir gewesen, oder? Okay, wie fangen wir an? Erstmal. Oh mein Gott, war das dumm. Warum habe ich das gemacht? Alter, nee. Ich muss erstmal ein bisschen was craften hier, so. Jupp, das ist schon mal nicht so. Also erstmal brauche ich eine Waffe. Das ist schon mal wichtig. Dann brauche ich eine bessere Rüstung. Okay, dann brauche ich ein Jetpack. Ja. Brauche ich die bessere Rüstung. Denn, was brauchen wir noch? Also Fließband, sonst muss ich mir alles... Oh, Lampen sind alle weg. Oh, Solarzellen, Akkus sind alle weg. Oh, das tut weh. Das tut richtig weh. Shit. Es war so dumm, Alter. Ich bin auf einer Klippe. Haben sie mich gekriegt? Ja, ne, das ist halt, man hat das Auto aber auch relativ... Okay, naja. Jetzt werden wir wohl das nicht testen. Wir werden das einfach hoffen, dass wir nicht, dass ich darauf anlege. Okay. Wie genau helfe ich ein Sturmgewehr? Die Pistole, die packe ich immer in irgendeine Kiste rein. Die ist mir so egal, ich will die Piste nicht haben. So, dann holen wir uns noch mal ein bisschen Panzerbrenner-Munition. Also mal so ein Stack hier raus. Das kommt da rein. Dann kommt das Sturmgewehr darauf, den Slot. Okay, so. Dann haben wir schon mal eine Waffe. Das ist schon mal toll.
Dann geht's weiter. Wir wollen Lampen brauchen. Hier bei der Menge. Wir brauchen diese Strommast. Das können wir oben herstellen. Lampen können wir uns aber unten herstellen. Okay, Kupferdraht, Chips. Digga. Och nee. Meine Fresse, was mache ich denn immer hier? So, Kupferdraht, nochmal ein bisschen holen, bitte, danke. Eisenplatten. Okay. Ich dachte, das muss ich mir umholen. Fließbänder brauche ich eigentlich gerade gar nicht so viele. Da kann ich mir ein paar mitnehmen, aber eigentlich brauchen wir nicht viel, wir haben nicht so viele Fließbänder gehabt. So. A brauche ich davon nur. Aber wir gerade nicht viel machen. Dafür muss ich mir alles craften nach Bedarf. Das macht das erstmal keinen Sinn. Jeden Schreibtisch müssen wir umholen. Erstmal hochlaufen. Also wir sollten vielleicht mal ein bisschen Kupfer hier holen. Ein bisschen ist gut. Die Schaltkreisproduktion müssen anläuft, nämlich wieder. Jetzt muss wirklich mit Busio laufen. Er braucht fast nichts mehr, weil wir relativ eigen sind. Aber die greifen unsere Strommasten aus. Habe ich denn verpasst hier, Alter? Wann machen die denn das? Ja, noch nie gemacht, oder? Die kleinen Ficker, die, Alter. So, dann brauche ich die bessere Rüstung. Red Circuits, we need now. Haben wir Stahl? Ne, Stahl wir auch nicht, ne? Müssten wir auch herstellen. Doch, Stahl haben wir mal, okay. Rote Schaltkreise, okay. Was ist das für Knopf da oben? Keine Ahnung. Dann sollten wir wieder Laser Turrets craften. Das war ja nicht unser einziger Plan, Eiszerplan, ne? Da fehlen uns Batterien für. Ach, scheiße, hier hat noch so viele Batterien drin. Super toll. Super toll. Wie ist aber das große Geschütz schon mal geplaced gehabt? Strommast brauchen wir auch noch. Die hier, da fehlt uns Kupferplatten. Ja gut, Kupferplatten ist, denke ich mal, nicht so das Problem. Das sollten wir hier in der Lage sein, Kupferplatten zu organisieren. Ne? Da wird wir woanders Kupferplatten klauen. So, wir brauchen nämlich auch noch welche von den großen... Hochspannungsmasten. So. Da haben nämlich die netten Herren Beißer nämlich etwas bisschen destroyed hier. Bisschen ist gut. Die ollen Ficker, die, ey. Wie lange geht denn das jetzt? Bis da wollte ich den Split nämlich ein bisschen klauen und wir klaut jetzt. Na egal. So, wir können erstmal die bessere Rüstung anziehen, hätte ich gesagt. Wo ist denn die? Ah, die haben wir schon dran, okay. Wie war das? So. Okay, dann wollen wir jetzt Jetpack wieder usen. Sehr schön. Dann wollten wir craften die Turrets. Dazu fehlen uns die Batterien. Die Batterien finden wir ja hier unten. So, sehr schön. Na, wir wollten. Mit uns da. Mal grüne Chips. Yep. Zum Glück kenne ich hier einen guten Supplier für grüne Chips. So. Zähne. Und dann würde ich vielleicht ein paar Mal eine Zähne MK2. Ich kann jetzt schon mal die ganzen blauen Science Bottles wieder runterbringen. Und shit, wir sollten das Öl auch mal wieder connecten. Weil das ja die ganze Zeit jetzt aus ist. Oh, ist auch nicht doch. Projected ist es.
Das ist halt das Dumme, wenn du jetzt halt auf Strom setzt für deine Verteidigung und so ein Mast gekappt wird, dann hast du halt richtig am Arsch, bist du dann halt, weil du ja sozusagen dann ja das alles aus ist. Alles nicht versorgt. Deine ganzen Waffen da oben, die haben alle keinen Strom mehr. Und das ist halt ziemlich dumm. Fickt euch. Ihr habt den was kaputt gemacht, oder was? Ne, der ist auch kaputt. Ja, kaputt gemacht. Ist euch connected? Ah, oh, ne, der ist falsch platziert. Oh, okay. So. Und ich wollte schon Jetpack MK2 machen, ne? Das kann ich erst vergessen. Schon irgendwie oben. Der schon. Ja, man kann auch mit Beacons da arbeiten, irgendwie habe ich gesehen, ne? Ich glaube, in die Pumpen kann man dann. Ah, erstmal Leiche. Da ist eine Leiche wirklich nichts drin? Ich weiß gar nicht. Mal gucken. Was wird? Man kann die Leiche doch looten? Hör mir auf, Alter. Mega geil. Okay. Steine kann man hier lassen. Fuck egal. Aber die beiden Tanks, die Zugsignale, die Blaupause, dies alles hier. Geiler, geil, geil, geil. Oh Gott, oh nein, 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 nein. Ja, mega geil. Nichts gesagt, Alter. Wollen wir denn hier nochmal so ein paar normale rumgeschützte Spionen? Ich kann mal so Mast immer protecten mit so einem Turret hier, ne? Wo haben sie schon angegriffen? Keine Ahnung. Ein bisschen zurückgehen langsam. Ach doch, geht's hier, oder? Weiß ich gar nicht. Nicht sicher. Ach shit, ey. Oh, ich werde angerufen. Bis gleich. Ich gehe uns in die AFK-Szene. Das fängt gut an, das Game, Alter. Einfach mit einem, Alter, mit einem Speer aufgespießt. Das war ein guter Wurf. One hit. And what you want. Ach, hau jetzt ab mit deiner Alas Pizza hier, ja? Conny, weg mit dir. Du haust ab hier. Hallo. Danke. Wo liegen meine Souls? Oh, direkt in den Tanten dran. Ne? Ich krieg eine Macke. Toll, ich habe jetzt ein schwarzes Bild. Das ist nicht so gut. Eine Brandbombe? So sieht Minecraft immer aus. Es ist einfach... Die Matrix zeigt uns an, wie es in echt aussieht. Chillig. Ja, es ist einfach ein Bug beim Lahm vom Shader. Er sieht so dumm, Alter. fuck, ey. Sieht ein bisschen funny aus. Sieht ein bisschen sehr funny aus. Alter. Wie einfach alles so kaputt wie es aussieht. Schon cool.
Also dieser Planet ist so kacke. Alter! Ey, es ist so dumm, man sieht gar nichts! Man sieht gar nichts einfach! Wie geil war das jetzt denn? Alter! Wirklich? Es war einfach nichts zu finden, ne? Hättet ihr den Weg zurückgefunden? Ich finde den Clip-Knopf nicht, ich finde den. Ah, gerade ich hab alles aus dem Auto geklackert, Alter! Oh, Scheiße! Frag nicht, warum ich eine große Knierolle hier stehen habe. Falls mir Sachen auslaufen. Genau dafür ist er da. Ich muss sagen, ich fahre das neueste Knie auch gut. Ref sein Geheimrezept. Ref sein Geheimrezept, ja. Du hast es einfach geliebt, ey. Eine Torte gekauft, einen Teller aufgeschmiert und darauf den Sprühsahne hast du so ein Kuchenstücken geschnitten und hast du dann gesnackt. Alter, was ist das denn? Ist denn dein Nutella-Kuchen gewesen oder was? Und warum? Nee, ist es nicht. Mann, so eine Scheiße! Oh, die waren überall, Alter! Das sind drei Stück um das Schiff! So ein Dreck, Alter! Oh fuck! Was bist du denn? Was bist du denn? Ah! Warum ist es so groß? Warum zum Fick ist es so groß? Alter, was bist du? Ich soll diese Kiste einfach nicht hier anfassen, Alter. Die ist ja todesschlimm. Alter, ich denke mir so geil. Mein Mami, gib mir dein Fuck. Deine Mami ist so, oh nein. Fuck you. Fuck you. Wo ist es hin? Jo, ich sag mal so, ne? War auch ein bisschen predictable. Ein. Das kommt nicht raus. Mein Loop im Loop im Loop im Loop im Loop. Nicht runterfallen! Ja, cool. Oh, so. Da bin ich wieder. Nichts passiert, das ist toll hier. Bin nicht gestorben, sehr schön. Ich kann meine Leiche looten. Ich bin fasziniert, ey. Shit. Ja, wie gibt es das? Ist so Game-Mode abhängig, ob man das kann oder nicht? Könnte ich mir vorstellen? So, was ich gucken wollte, genau. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, Productivity-Module reinzustecken? Wenn denn, dann. Oh ja! Oh ja, okay. Das ist der Grind nämlich. Effizienz-Module. Tempo, Energieverbrauch, Produktivität. Ja, die brauchen wir eigentlich. Aber Blue Circle, jetzt hör mir auf. Dann wenigstens die. Hi. Ja. Die zu sagen, erhöhen ja unsere Produktivität, die erhöhen sie jetzt zwar nochmal um 6%, aber sind halt so teuer. Obwohl, Raid, die können wir auch craften, ne? Wenn wir jetzt einfach genug, nein, Blue Circuits. Ja, okay. Okay. Er schreibt mir auf Steam. Wer ist denn so ein kranker Typ? Er schreibt mir auf Steam. Wer will geblockt werden, Alter? Wirklich, wer schreibt mir auf Steam, Digga? Hör mir auf. Ich sehe nicht meinen Chat. Also, literally, ich sehe keinen Chat. Okay, super. Maybe muss ich das wieder. Warte mal. Mal so. Ach, keine Ahnung. Ne, das ist die Browseraufnahme. Ich spiel auch nochmal da. Ich weiß nicht, was im Verrecken Italienisch. Wir müssen jetzt mit einer Montagemaschine Stufe 2 bauen, um ein bisschen Blue Chips zu bauen. Hoppala. Gibt es Geschwindigkeitsmodule hier? Auch Blue Circuits. Okay.
Also die müssen wir in einer Montagemaschine erstellen. Wir sollten mal 2 Stück, wäre richtig cool. Wo ist die Montagemaschine schon wieder hier? Da. Die brauchen nämlich was jetzt hier? 5 Schiffe? Okay, wir stellen vielleicht... Oh. Rote und grüne Schaltkreise. Okay. Wir stellen vielleicht 3 Montagemaschinen hin. So. Wir brauchen grüne Chips, wir brauchen Schwefelsäure. Also würde ich sie wirklich so hier so mittig anordnen, hätte ich gesagt. So bei denen. So. Wir möchten nämlich bitte blaue Chips kriegen. Dankeschön. So. Okay. Schwefelsäure kriegt er. Und hinten rein. Dann nehmen wir wieder unsere geilen Pipes hier. Oh, sie reichen genau. Wie geil, Alter. Wie geil. So, ihr wollt noch haben? Rote, grüne Chips. Okay, das kriegen wir hin. Ich würde es sogar ableiten hier oben. Ist abgeleitet? Oh, schwierig. Oh, maybe? Mit einem Belt-Splitter? Dann gehen hier rote Chips nämlich weg. Okay, müssen wir gleich dick machen. Gleich. Und dann... Oh, wo fühlen wir es am besten lang? Hier. Produziere 100 Gigabit die Stunde nur mit so einer... Was? Nice. So. Welche angegriffen? Wo? Okay. Jetzt müssen wir irgendwie das wieder geil zusammenführen. Ich weiß noch nicht ganz wie, aber... Ich glaube, der Stromhaus wird dran glauben müssen. Okay, die grünen Chips, die kommen von der Seite hier ran. Das ist am einfachsten zu connecten. Die roten Chips, die kommen dann. So, nehme ich und dann. So. Ach. Nee, hör mir auf. Ja. Komm. So, grüne Chips können wir nämlich hier. Was? Gar keine mehr? Ich möchte meine grünen Chips auch wieder haben. Oh ja, okay, jetzt 200 drin. Ja, okay. Beruhig dich mal bitte, ja? So. Ach so, ja. Oh, upsala. Denn, was braucht ihr? Wie braucht ihr hier? 20? Oh Gott. Okay, wir brauchen schnell einen Arm. Da wollen wir eine Menge grüne Chips haben, Alter.
Und dann brauchen wir einen roten, der uns den Output wieder regelt und der sozusagen hier mit Fließbändern hier so lang fließbändet. So machen wir. Und der kommt hier so ein kleiner toller Greifarm hin, der dann von hier das in so eine tolle Kiste packt. Oh, jetzt mit einer Holzkiste aus, ne? Und dann über den Unspannberg und böllern das mal hier neben. Und dann freuen wir uns, sagt mal hier, schön Staff herstellen. Wie lange dauert so eine blaue Chip-Produktion? 10 Sekunden. Wie viel brauchen wir für so ein Modul? 5. Willst du für die ersten nehmen und daraus einfach ein Produktivitätsmodul machen? Tempo plus 30%, Tempo plus 20%. Machen, glaube ich, erstmal die rein da, oder? Lohnt sich, glaube ich, mehr. So roten Chips, die sind hier ein bisschen am. Ja. Oh nein. Oh, unser Eis ist alle. Oh, Kacke. Unser Inventar ist auch wieder voll. Ach, Gottes Willen. Wir müssen mal ein bisschen Müll abladen hier. Na, Müll ist jetzt nicht, aber ein bisschen Stuff loswerden, kurz um richtig Kapazität zu haben für Eisenplatten. So, jetzt haben wir noch Platz für Eisenplatten. Jetzt können wir über das Main-Bus laufen. Und uns mal richtig zu mit Eisenplatten. Ich nehme alles mit, was ich kann. Ich nehme alles mit, was ich kann. Eisenplatten in meine Tasche. Eisenplatten in meine Tasche. So, wir müssen nicht alles möglich mitnehmen. So, wir müssen auch vielleicht auch endlich mal die ganzen Maschinen gehen. Aber ist ungefähr gemischt. Maybe doch nicht. Langsam mit Supply Handling hier, weil es ist ja echt nervig. Jedes Mal ist das der Bottleneck und deswegen stoppt die ganze Produktion. Das ist. Mal auszeigerstört ein bisschen. Ich staune. Selbst so laufen noch nicht alle Dings. Alle schmelzen, ne? Selbst so. So. Okay. Damit literally gar keiner produziert, läuft, oder? Aber hey. Oh. So. So. Mangel an Oh, es kommen nicht genug Green Circuits an hier, oder? Oha. Ist hier noch ein MK2-Band hinsetzen? Ich glaube langsam hier mal, wirklich. Ja, jetzt ist kein Problem. Oh, es ist toll. Nutzen wir mal alle, um die zu craften. Ja. Sekunden. Oh. Man braucht 4 Produktivitätsmodule. Oh mein Gott, ist das denn die teuer? Aber die werden unser Ölproblem auf Dauer verbessern. Sag ich mal. Wird nicht weg sein, aber. Dass er 5 KW mehr Strom verbraucht, läuft. Dann nehmen wir gute rote Chips ab. Motoren und so, ne? Ja, empfehle Motoren, das kommt einfach nicht genug an, ne? Ja,
Ich müsste einfach eine dritte Maschine wahrscheinlich hinbauen, das wäre das Allerschlauste. Aber da kriegt es gar nicht mehr connected hier, oder? Bin ich da? Bin ich beladen? Oh. Ja. Ich glaube, da macht es eher Sinn. Auf Boosten braucht so viel mehr Energie. Boosten braucht so viel mehr Energie. Guck dir das an, Alter. 5 kW einfach mehr Strom. Warum wir das für 2 machen, dann ist einfach 60% mehr Energie. Okay, das ist nicht super viel mehr, aber so. So, wie viele Probleme herstellen? Ja, machen wir alle. Ja. Oh Mann. Echt lange in der Herstellung. Wir brauchen. Boostmodule. Wir brauchen sie einfach. Ich kann es nicht ändern. Weil die Effizienz des den Strom verbraucht, das ist mir aber gerade einfach echt egal. Und die sind halt wirklich gut, weil wir halt dann halt weniger Ressourcen verbrauchen. Das ist besser. Oh Gott, 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 oh meine Güte. Erstmal kurz die Wand wieder hier kaputt gemacht. Jetzt drauf, auch so blaue Chips. Sieht aber gut, finde ich. Gute Menge blaue Chips. Wenn er fertig ist, dann ist es bloß einer. Okay. Guck mal. Eine Mainbus gucken. Der Chip-Produktion. Ah, guck mal. Guck mal, also die Chips, die werden hier gut nachproduziert. Seht ihr das, Alter? Die warten eher auf Resources, hier die auch, also Kupfer ist hier eher schon fast das Bottleneck hier langsam wieder, ne? Ich wollte dich was fragen, war aber so unwichtig, dass ich vergessen habe. Ja, okay, gut. Aber das ist auch geklärt, ne? Ey, wenn wir das zu kickstarten, sollte vielleicht ein bisschen Motor unten wieder reinpacken in die ganze Maschine da. Um den Funktion ein bisschen anzuschieben, ne? Boah. Haben wir unten nochmal kleine Maschine, die Motoren macht? Haben wir gerade nicht, aber das kriegen wir hin. Die beiden können wir auf Motoren einfach setzen, ne? Boah, wo sind denn schon die Motoren, ey? Oh. Okay, dann suchen wir also nicht. Hä? Motor. Warum wird er das nicht echt verstehen? Was braucht der Zahnräder, Rohre? Also bitte raus hier. Und mehr Rohre produzieren bitte, danke. Nächste wird davon. Was am meisten? Was braucht Motor am meisten? Ich glaube wirklich Rohre, ne? Das wird seine extra mit dem Material machen, was er am meisten braucht. Und das ist unsere Hälfte. Weil das wieder bloß ein wahrscheinlich ist pro Motor. Sag mal, wo ist denn das jetzt hier? Ey, ich finde schon wieder den Motor nicht. Das kann ja nicht sein. Kann wirklich nicht. Ey, Alter. Hier muss es doch sein oder nicht. Digga! Ey, es ist langsam hier aber wirklich nicht mehr lustig. Bin ich jetzt schon so Rentner-like, dass ich den Motor nicht mehr finde? Schon wieder? Ich habe vor 2 Sekunden den Motor als Crafting-Recipe ausgewählt und jetzt Rentner ich hier schon wieder alles weg und finde es nicht. Da unten. Okay, Rohre waren wirklich das Doppelte. Also wirklich hier gute Menge an Rohre reinpacken. Eigentlich wirklich fast sogar alles hier in Rohre reinpacken, oder? Oh, oh. So, und den Rest in Rohre. Ja, wir sollten einfach viele Rohre. Viele Rohre. Craften. Rohre craften können wir einfach auch. Oh, wir brauchen mehr Eisenplatten. Ja. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Stahl, gute Menge. Denn der Motor braucht auch Stahl, um gebaut zu werden.
bisschen mehr Zahnräder noch. Also da sind wir viel Stahl geworden. So. Wie viel ist jetzt von was drin? Ist relativ gleichmäßig. Das ist sehr gut. Oh, passt sogar. Ganz gut für Aufteilung, was wir da reingemacht haben. Sehr nice. Was haben wir so viel Zahnräder? Zahnräder brauchen wir eigentlich gar nicht so im Inventar, ne? So oft. Stahl haben wir auch viel zu viel drin. Das kann man auch ordentlich was reinpacken mit dem. Der ist voll, ne? Ne, ist er nicht. Nein, guck mal hinten. Also, er braucht weitere Rohre. Ja, okay. So, nämlich. Wie viel Proton haben wir schon produziert? Ja, okay. Er ist jetzt nicht die Welt, ne? Das hat nichts. Dann schmeißen wir es mal oben rein. Bringt bestimmt ein bisschen was schon mal. Aber. Wird jetzt nicht der riesen Game Changer sein, kann ich euch jetzt schon sagen. Denkt sich das alles weg, die Maschine, oder? Oh, hinten fängt was an. Oh, hinten kommt was an. Alter, geil. Ich würde es ja gerne weiter boosten, aber das Zeug macht wenig Sinn, noch weiter zu boosten. So. Okay. Wollen wir durchziehen, wie viele Module wir brauchen überhaupt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ach du Kacke. 26 Pro, die Stufe 2 Module brauchen wir. Oh mein Gott, das wird so unglaublich teuer. Wir haben jetzt 4. Wie wir jetzt noch craften davon? Wir haben keine roten Chips. Okay. Ja, verstehe ich. Weiß aber, was rote Chips gibt ein bisschen. Es ist langsam auch hier. Also es ist zwar ein bisschen noch was drauf, aber könnte mehr sein. Wir brauchen viel rote Chips. Das kannst du vergessen, Alter. Was ist denn jetzt noch? Grüne Chips fehlen, natürlich. Natürlich, wenn eine der Chips haben wir jetzt schon, dann wollte ich natürlich die nächste Chance Chips, ja, war klar. Wir brauchen das sogar noch mehr als andere. Das hat aber auch rein. Jo, das alles durchproduziert jetzt, ja, ne? 17, das reicht halt nicht mal. Oh, 17, das müsste reichen. Plus 5. Das reicht. Ein ganz bisschen zu viel, aber das ist nicht so schlimm. Da haben wir natürlich noch andere Anwendungen, wo wir das reinmachen können. Rohstoffverbrauch langsamer, Umweltverschmutzung mehr. Alles kacke, aber es ist halt in manchen Anwendungen halt schon sinnvoll. Ich glaube, da könnte das echt was bringen. Vielleicht ein bisschen länger was aus dem Öl noch lutschen können da. Oh oh. Oh oh, aua. Armes Laser Turret, ey. Ich glaube, wir müssen da wirklich noch mal ein paar Mauern ziehen, eher, ne? Dass er die nicht so da boomst. Na, die machen nicht. Die sind zwar nice to have, weil sie keine Muni brauchen, aber die sind halt nicht bekannt dafür, dass sie halt strong sind. Laser Turret sind so. Ja, wir sind da. Aber wir machen so. Wir machen ein bisschen Damage, aber. Ja, es ist halt nicht das Damage-Wunder schlechthin, ne? Aber dafür brauchen sie keine Munition. Müssen sie nicht aufhören mit Muni. Was auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden sollte. Das ist schon ein ziemlich geiler Fact halt, ne? Oder müssen sie solche in der Mauer bauen? Ja, einfach bloß hier ja, hoch und runter, ne? Da den Schienen lang. Und das macht ja gar keinen Sinn. Ja, also ich glaube, das sollte bis uns bringen. Grüne 1 Mauern, die können wir noch weggebaut hier.
Oh, und weg mit dir. Sehr schön, guck mal. Ach, ist das toll. Gucken, wie es dazu kommt. Sehr gut. Ich glaube, wenn die wirklich hier durch wollen, die Viecher, dann killen wir die Mauer, ne? Naja, was soll's. Haben wir mal zwei Geschützzimmer, die hier unten noch mit drin stehen. Hier sind auch welche. Ja, naja, wir machen schon irgendwas. Wir sollten maybe unten ja auch nochmal ziehen, wenn wir nur auf Laser Turret setzen, ne? Wir holen noch ein paar Steinmauern. Wait, wir haben doch so viel Steine im Inventar gehabt. Das können wir doch alles usen und in den Ofen packen. Weil wir. Naja, Stein ist schon knapp, wenn man so viel Mauern baut, ne? Du glaubst immer gleich, als die spawnt, oder? Ah, die ist despawned, okay. Oh, ist er da oben vielleicht noch? Ich glaube nicht, ne? Da ist er sogar weg, ne? Fehlt alles, okay. Und Ressourcen, um irgendwelche davon zu craften. Ja, jetzt sind wir 25 Stunden beschäftigt, erstmal die Effizienzmodule zu craften. Also von daher. Boah, ne, der macht jetzt halt sein Ding, ja. So, und hoch da mit dir. Mit dem Jetpack. Hier nämlich bauen wir die Great Wall wieder hin. Noch einer nämlich. So, die Great Wall. Die direkte Form auf dem Turret. So. Dass hier nichts auf die Eier geht. Immer schön doppelt lang gezogen. Nice. Weil die Raffinerie ist jetzt so ein Part, den würde ich eigentlich ungern attacked haben wollen, ne? Danke, bitte, liebe Beißer, ne? Wäre schon cool, wenn die nicht angreift, ja? Ich hab noch ein Stack mit, okay. Dann können wir es wirklich hochziehen, die Mauer hier. Ich schütze keine Defense, aber ich glaube, das ist schon mal nicht schlecht, mal hier Mauern hinzuziehen, oder? Wir können auch ein paar Laserschütze hinstellen, ehrlich gesagt, ne? Oh, ist wirklich alle, ne? Okay. MK2 Turret vielleicht sogar mal hier. Hier mal hin. Mal so ein bisschen hier so durch die Gegend verteilt. Mal so ein bisschen der strongest Shit halt, ne? Und dann auch die normalen Geschütze kann ich auch hin. Das ist so, einfach so, dass wir, wenn das kaputt geht, das Öl. Ding, dann ist auch super ärgerlich, halt, weil das wirklich die Tanks leer sind. Weil, wenn sie kaputt sind, sind sie halt automatisch leer. So. Und das ist halt dann so. Boah, nicht mal so geil, ne? Ah. Die hat sogar schon Strom, oder? Jupp. Den Kack können wir auch abreißen. Weg von euch hier. So, sehr schön. Das Rohr kommt ja auch weg. Sieht hässlich aus. So. Genau, guckt ihr das an. So, alles weg mit euch hier. Dann platzieren wir es nämlich ordentlich hier mal so ran. So, hier nämlich noch eins. Hier noch eins. Oh, ein bisschen lang gelassen. Okay. Ja, dann wird's so. Und dann machen wir das nämlich so. So. Okay. Klickt nach Strom, sehr schön. Ah. Shit, okay, reicht nicht mehr. Also. Aber ganz lang habe ich eine blaue Chip-Produktion gepackt. Oh Gott, da muss man ganze Lampen hin. Aber ich habe so viele gecraftet, aber ja. Klar, dann sehr. Denn ihr wisst es, ihr kennt es, da muss ich beleuchtet werden, ist ja klar, ne?
geht ja um die ohne Licht hier. Die Terrors brauchen auch ein bisschen, was sehen hier, ne? Damit ihr versteht. So, so, so. Ach, das ist toll. Okay. Bisschen mehr Defense aufgebaut. Sieht man das irgendwo hier, die Laserabwehr? Das Dumme ist halt, wenn sie uns das hier abknipsen, die Versorgung. Obwohl, nee, die Versorgung läuft hier drüber, ne? Ja, die können jetzt eigentlich nicht abknipsen. Das können sie zwar hier abknipsen, dann ist es oben bloß aus, weil der Strom kommt halt von hier oben her. Ja, okay. Okay. Mal gucken, ob die Module was bringen, die wir jetzt gerade craften. Nicht, dass wir jetzt unnötig einfach diese Module craften und richtig viele Ressourcen da reinballern, dann bringt es gar nichts, weil das auf die gar keinen Effekt hat. Da haben wir schon ein paar, haben wir nämlich schon, da können wir schon mal gucken. Was haben wir denn? 9. So, die zum Beispiel, die Quelle, bringt 2,4. Läuft. Das ist genau das, was ich mir war. Was Produktivität? Great. Doch, das müsste was bringen, ne? Und es steigt die Produktivität. Würde ich mir sagen, ob der Balken schneller, warte. Verspruch ist halt arsch hoch von den Teilen, also wirklich richtig hoch. Das ist halt kacke. Das triggert auch hier die ganzen Beiße. Oh, nee, da oben ist noch ein Nest. Und auch gar nicht über so ein kleines Nest. Ach du Kacke. Aber wir haben schon The Great Voice ein bisschen aufgebaut. Jetzt vielleicht das auch ziehen sollen. Das wäre vielleicht schlau gewesen, aber da war jemand nicht so bedacht in dem Moment anscheinend, das vielleicht ein bisschen anders zu placen, die Mauern. Hoppala. Ja, ne. Da kann man nachher noch korrigieren. Die connecten wunderbarerweise natürlich nicht miteinander, ne? Nee, natürlich nicht. Oh, okay. Obwohl, doch ganz gut eigentlich. Ah, oh, wir haben. Ach, nö. Hör mir auf. Warte mal, wer zu wenig Dinge genommen hat. Was zum. Also, gerade mit einem kleinen. Internetprobleme oder so? Ich. Digga. Richtig Delay. Warte mal. Was denn hier los gerade? Also es ist gerade richtig verzögert, Alter. Ist ja nicht viel RAM oder irgendwas, ne? Hätte ich nicht. Muss ich neu connecten, okay. Passt schon. Wir sollten auf jeden Fall wieder uns eine Future Ladung an Steinen holen und die in Mauern machen, weil. Ihr seht, Mauern ist halt einfach der Key hier in dem Game aktuell für uns in der Defense, ne? Mit Energiewaffen in Kombination halt. Ganz guter Partner dafür. Und so kurz auf Hochverproduktion müssen wir uns auch drum kümmern, natürlich. So. Was? Digga. Was wird das hier? Okay, was ist kurz mal. Wir müssen mal neu connecten. Ein kurzer Reconnect. Oh, die Map ist auch ein bisschen größer, ne? Ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Es wird langsam ein bisschen sass hier. Okay, ich glaube, ich habe eine Runde gefunden, mein Internet ist weg. Wollte ich nämlich schon sagen, ne? Irgendwie ist das ein bisschen weird hier gerade. Well. Okay.
Okay. Ja, sie wollten ja auch heute. Oh, ist alles ein bisschen anpassen. Mit mein Upload ist ja noch kacke und man sagt, hey, Million, gar kein Problem. Wir kümmern uns drum. Wir passen ein bisschen unsere Settings an und heute Abend fertig sein und gucken mal denn, ob es immer noch so ist. Aber heute Abend finde ich schon gut weit gegriffen und sagen 21:10 Uhr. Schon ein bisschen strong das jetzt. Also als Abend. Also halt. Wir arbeiten die Zeit noch, oder? Oder vielleicht wird es automatisch durch. Maybe? Keine Ahnung. Aber. Hey Leute auf YouTube. Herzlich willkommen zu dem einem Private Roboter Stream hier, weil, ja, keine Ahnung, wird das sehen. Bei Twitch, Ach du Kacke. Okay, ich glaube, das wird wohl doch kein Private Roboter. Oh mein Gott. Ach du Kacke. Das wird doch kein Private Roboter Stream hier, weil, es, bisschen, sehr am Straggeln ist mit dem Internet. Ach du meine Güte. Weg, oder? Ich hätte keinen Speed, das machen soll. Oh Gott. Es geht wieder los. Ja. Okay. Well, maybe stellen sie wirklich was um, weil das ist gerade einfach nur Kacke, was hier ankommt. Das ist ein sehr spät, oder? Okay, der Upload macht gar... Was? Jetzt macht er nochmal einen Down, was? Was ist das für ein Speedtest, Alter? Okay. Ich glaube, ich werde nicht versuchen, irgendwas zu placen, aber wir probieren es einfach, oder? Ich meine, also... Die Bohrer überhaupt bekommen? Please Bell Splitter und so. Und dann unconnected und dann Strom bitte. Ja, ne? Läuft. Jo. Geil. Sind wir back? Ich hab keine Ahnung. Also der Ping sieht wieder gut aus, aber... Mein Speedtest hat mir gezeigt 0,2 Mbit im Download. OBS ist auch gerade richtig hart am Eskalieren im Upload, weil ja die ganzen ausgerissenen Frames versucht hat. Und wir sind ja weg. Ach du Kacke, okay. Der Ping geht aber wahrscheinlich nicht hoch oder ist der verzögert? Ich bin nicht sicher. Ah. Oh Gott, okay, es leckt immer noch. Ach du Kacke. So, was war denn noch, was wir machen? Ich hab den ganzen Tag gesagt, wir wollten. Hey! Sympathisch! Nicht Mauern holen. Excuse me, wir stecken fest. Ah, Verbindung zum Spiel verloren. Ja, kann ich mir. Also, beim besten Willen, I don't can me explain that why that so ist. Ich dachte schon, hey, der Server ist ja am struggeln. Nope. Jetzt ist komplett weg. Aber hey, Leute, das ist der Vorteil von, ich speichere alles lokal ab. Oder? Ich würde gerade sagen, ich starte vielleicht den Router neu. Dass, wenn irgendwas umgestellt und bist du vielleicht in neuen Settings irgendwie lädt oder sowas, aber ich scheint so, als wenn der einfach sich das komplett selber wieder zieht. Ey, keine Ahnung, ne? Ich kann euch das nicht beantworten. Der Download ist einfach richtig kacke, wenn ich mir das mal angucke, Alter. Mit. Was ist wie lange gerade? 2 Megabyte am Ende runterladen, ne? Also, Holy moly, was ist denn hier los? Ich starte wirklich meine Router.
Bis gleich. Weil ich glaube, das macht actually halt keinen Sinn, heute jetzt weiter zu streamen. Weil es ist einfach so, es könnte funktionieren, damit es kann sein, dass jetzt diese Phase ist, wo die jetzt irgendwas umstellen. Ich weiß was sie machen, ne? Weil ich dachte, es ist so, ey, ich gehe am PC neue Werte ein, drück auf übernehmen, der schickt da drüber. Fertig. Und nicht so, oh, weg, schlecht Internet, okay, wieder da, bis nicht, wieder da. Es ist so, keine Ahnung, aber hey, weißt du, das mal so macht, hat gar keinen Sinn. Ich kann wieder irgendwas machen hier. Noch der Stream ist jetzt am reinkaken. Ich meine, auf YouTube habt ihr jetzt Internet. Habt ihr das da, ja? Aber wie zum Fick konnte sich OBS gerade wieder hören? Der Ruder ist nicht mehr hochgefahren. Digga. Also jetzt war wirklich, ne? Aber hey, weißt du kurz. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der Break für heute, würde ich sagen, weil. Es geht halt nicht weiter, ne? Aber ist okay, wir haben halt gut was geschafft. Wir haben halt gut, richtig gut Solarstrom produziert. Richtig geil. Wir craften gerade mit tonnenweise von diesen Produktivitätsmodulen. Ne? Was noch? Wir haben gut Defense angefangen zu bauen. Wir haben bis uns die Energie davon angeguckt. Ziemlich interessant, würde ich sagen, weil das hat der Vorteil, wenn wir wirklich eine Energieversorgung haben, die nicht angreifbar ist, weil das halt dort ist, wo da kann nichts spawnen mehr. Wenn das zugebaut ist, kann nichts für diesen Digga spawnen. Oben schon eine fette Wand mit Waffen und dann ist die Versorgung intern, dann ist es ein ist mit das Ritze. Also dann müssen die wirklich die Mauer kaputt machen, bevor sie irgendwie, aber da kommen ja die Plasmakanonen und sowas, die machen ja richtig kranke Damage, sag ich dir, ja. Also da kriegt man auf jeden Fall gut auf Distanzkarten. Da sehr energie, ich habe immer oben die ganzen Kartenabschnitte doch da, über diese Minen mit Solarvolk, nein, weil da kommt halt, sei mal ehrlich, da kommt halt nichts hin. Der Main-Bus geht unlang, da ist ein Mini-Erzvorkommen gewesen, da ist nichts, was sich lohnt, da irgendwie hinzugehen, ne, deswegen wird da nichts passieren. Ich weiß zwar nicht, wie wir Zugstrecken absichern sollen, obwohl ich gesehen, man kann an Zügen auch bewaffnen. Maybe wird das sinnvoll, aber wir müssen trotzdem Strom kriegen. Oder, boah, ich überlege gerade. Maybe wird das so ein Ding mit wir stellen um Strommast doppelte Mauern rum, denn so vier Lasergeschütze in jeder Ecke vom Strommast, eins hin, MK2 und das an jeden Strommast. Einfach, dass sie defended sind, dass sie nicht attacked werden können von den Beißern. Das wäre so eine Idee, dass sie wirklich sozusagen, ja, autark ist. Das ist zwar sehr teuer, damit strecken zu gehen, aber damit haben wir erst wahrscheinlich kein Problem, dass die zerstört werden und irgendwo die Energiezufuhr zu irgendeinem Punkt abschneiden, ne? Aber hey, das ist ein Punkt. Das ist weit die Zukunft. Naja, mit dem Öl, ne? Das ist noch. Oder wir bauen oben beim Öl eine kleine eigene Energieversorgung auf mit ein paar Solarzellen und Dings. Dass wir schön so am Wasser lang so abmauern und so eine eigene Energieversorgung aufbauen. Dass wir wirklich bloß so einen Weg machen, wo der Zug durch kann, das stark beschützen. Und dann einfach so schön so am Wasser so ein U bauen. Und dann ist auch geklärt, dann hat es oben so seine autarke Stromversorgung. Geht ja auch, der Zug braucht keinen Strom. Der Zug eiert dahin einmal, eiert zurück. Ich habe gesehen, die Reifen hier zuckern, aber ich weiß nicht, ob das aus dem Mod ist oder ob das normal ist. Ich habe so viele YouTube-Videos gesehen zu Factorio, ich habe keine Ahnung. Kann ich euch mein Bestes leider nicht erklären. So. Der Ruder ist immer noch nicht hochgefahren, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ah, der Schokolade. Aber eigentlich müsste der bald hochgefahren sein. Interessant, dass das jetzt alles passiert. Vor allem, ich hätte sozusagen mein neuen Netzwerk, hat mir schon Bescheid gesagt, als ich auf Störung war, dein Internet war weg, jetzt ist reconnected, herzlichen Glückwunsch. Kann sich freuen. Also schon nicht, aber so, hey, dein Internet war weg, jetzt ist wer da. Ich so, hey, well, also habe ich ja sonst nicht gehabt. Richtige Probleme. Denn während sie sich jetzt vorumgestellt haben, nice, habt ihr von der Ferne Speeders gestartet? Nö, genau wie vorher.
Also, ich hoffe, dass es jetzt einfach der Fall ist. Ich habe auch dann nochmal den Router neu gestartet, als ich nach Hause kam. So, hey, okay, vielleicht nochmal neu starten, dass er irgendwie, vielleicht sich irgendwie neu einwählt. Dann kriegt er den neuen Werte. Ich nehme alle Sträume in die Hand, dass ich den neuen Router behalten kann, weil der ist halt definitiv besser für das, was ich mache, als der alte. Keine Ahnung. Verbindung zum Chat sagt Twitch gerade, ich glaube nicht, dass du Internet hast, weil er sagt mir noch nicht an, dass er Verbindung aufgebaut hat zum Router hier. Nö. Aber sehr lange. Wann war das jetzt? Sich ein Timestamp? Ja. Naja. 21.16 Uhr. Jetzt ist es 20. Das sind 4 Minuten. 4 Minuten ist nicht so viel. Router braucht schon 5 Minuten. Braucht er schon gute, ne? Bis der hochgefahren ist. Also könnte schon sein. Na egal. Ey, wir können jetzt noch 10 Minuten reden. Das wird vielleicht nichts passieren. Vielleicht ist er auch. Brennt auch gerade. Wer weiß, ne? Oder vielleicht ist es auch wirklich, dass sie gerade einfach alles umstellen mit den. Was ist das? Frequenzen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Vielleicht auch besser, als ich kriegen sollte. Wer weiß, ne? Ich glaube nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich andersweise das kriege, was in meinem Vertrag drin steht. Im Router. Ja, cool. Also, in dem Sinne würde ich sagen, es macht gar keinen Sinn mehr. Es ist gut, dass ich das lokal recording auf Twitch stelle. Ich kann auch mit euch reden. In YouTube seht ihr das. Dieses exklusiver Sneak Peek, exklusiver Content. Ich kann zwar nicht spielen hier, ne? Aber ich könnt ein bisschen quatschen, ja? Wir werden uns irgendwie dann wiedersehen am Freitag um. Freitag sag ich schon. Schön, heute ist Freitag. Oh, morgen geht's weiter mit Factorio, Leute. Um 15 Uhr. Geil, da können wir richtig Progress machen. Na denn? Ich hoffe nicht, dass es jetzt so ist, so. Ja, hupala, wir haben falsch eingestellt. Es ist Internet einfach weg und ich krieg keinen erreicht, weil es ist Wochenende. Das wäre super dumm. Wir hoffen einfach mal, dass es nicht der Fall ist, ne? Sagen wir mal so, weil das ist jetzt ziemlich lange, dass es zum Reconnecten braucht, oder? Naja, hey, dann gucke ich mir abends einfach meine alten Streams an. Premium-Content, sage ich euch, ja? Ich habe einmal wirklich im Bett irgendwie mal einen. Oh, was ist das jetzt hier? Oh, ein alter Stream. Ach, einfach mal. Was war das für ein Stream gewesen von? Oh, ich weiß, was habe ich da gespielt? Verdammte Kacke. Ich glaube, das war so einer von den Survivalcraft-Streams eigentlich. Doch, es war einer von den Survivalcraft-Streams. Das hat mich echt entertained. Ich dachte so, Alter, boah. Nicht schlecht. Geil. Also hätte ich eigentlich nicht gedacht gehabt, ne? Ja, okay, wir brauchen nichts probieren. Ey, OBS hat jetzt den 12. Reconnect versucht. Das können wir vergessen, ne? Und mich redet, das kommt mir vor, als wenn 10 Minuten vergangen sind. Es ist jetzt 1 Minute vergangen. Naja, egal. Das ist gut, dass wir deswegen leicht die Spotify-Playlist runter im Offline. Wir können trotzdem wieder Musik hören. Ist das nicht toll? Super toll, ne? Okay. Wollte ich weiter quatschen. Ich hätte es mir noch Lecko, Schmecko, was zum Abendbrot gönnen. Ich habe mir vielleicht so kleine Schaschlikspieße geholt. Marinierten. Falsch. Das ist Schwein, das ist Rind. Was ist Schaschlik? Schwein? Rind? Keine Ahnung, war auf jeden Fall kein Gemüse dran. Das war für mich auch ein ausschlaggebender Punkt, weil ein Schaschlik in Zwiebeln. Und Paprika. Ich mag Paprika. Zwiebel ist okay, wenn sie durch ist. Roh. Doch, Zwiebel geht mittlerweile. Doch, Mettbrötchen ist ja auch so. Aber Paprika nicht. Und das ist so, ja, Schaschlikspieße machen keinen Sinn, denn so, weil. Ja. Gut, okay. Bitte wünsche euch einen Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder ab 18 Uhr. Wenn ich nicht arbeiten muss, ihr wisst, ich habe Bereitschaft. Das kennt ihr ja schon. Aber ihr seht. Ich muss jetzt Stream hochladen. Das fand ich jetzt mit dem schlechten Internet echt eine Herausforderung, weil das ging. Sehr schleppend. Vor allem bei diesen großen Streams, die teilweise 50 GB waren. Lad mal 50 GB mit Kack-Internet hoch. Strong. Deswegen, Internet ist für mich key, wenn ich irgendwo hin will. Ich brauche gut. Also, jetzt, keine Ahnung. Ich denke mir so, hey, lass uns mal von den 200 Euro Twitch Donations ein Haus bauen. Ja, da muss auf jeden Fall erster Check ist da Internet. Wenn das nicht ist, dann kann das Haus so billig sein, wie es will. Es bringt halt denn nichts, ja, weil viele von meinen Aktivitäten hängen vom Internet ab und deswegen ist das für mich schon wichtig. Ich meine, ich bin nicht selbstständig und mache das hauptberuflich, dann würde ich auch wahrscheinlich hier investieren in, also sozusagen, ich kann mit meiner Technik hier zu sagen, jetzt mittlerweile kann ich sagen, ich kann 2 Internetanschlüsse verbinden, sogar 3, also 2 Kabel gebunden und auch mal ein LTE-Backup könnte ich auch noch verbinden, aber dann bräuchte ich erstmal einen Vertrag. Datenvertrag, am besten einen Unlimited, den ich irgendwo dann diesen Datenrouter hinhänge.
den Connective als Backup-Lösung. Dann sozusagen nochmal einen zweiten, ein anderes Internetmedium hierher organisiere, das auch nochmal Vertrag abschließt, das auch nochmal dafür paye, das auch nochmal connected, einfach nur Backup, Backup, Backup. Ja, falls, keine Ahnung, beide Internetmedien gerissen werden, dann ich nochmal LTE-Backup hätte. Aber, seien wir ehrlich, das macht vielleicht Sinn, wenn du Gronkh bist oder irgendein riesengroßer Streamer. Well, sich ein, aber so nicht. Oh, mein Modem kommt wieder. Router, Modem, ach, scheißegal. Aber das wird noch ein bisschen brauchen. Tschüssi! Ja, das Internet ist dann wahrscheinlich immer noch S. Und dann kommt du ein kleines bisschen Stream, das macht gar keinen Sinn auf Twitch. Tschüss!